Kauf mit 99 drauf. Kein Witz. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In diesem Stream spielen wir GTA, aber auch eventuell dann noch PlayerUnknown's Battlegrounds. Das hängt davon ab, wie viel passiert in GTA. Ich glaube, viele sind gerade so ein bisschen überrascht, dass ich GTA spiele, dass überhaupt jemand da ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ist jemand im Chat? Es ist ruhig. Alle noch im Schlafen und so, ne? Wie geht's, Leute? Was geht ab? Erfter. Ja, genau. Erfter. Wer kennt ihn nicht? Hans Hubert Erfter. So. Wie geht's, Leute? Was geht ab? Alles cool? 99. Ja, moin. Was geht ab? Was geht ab? Moin, moin, moin. Hallo. Hallo, 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 hallo. Moin. Moinsen. Ich start einfach mal. Hallo, der ist im Chat. Hallo. Genau, heute der Stream, der geht so bis 18:30 Uhr, weil ich danach nämlich Fußball gucken gehe. Gibt's nichts, was dagegen spricht. Guten Mittag, wie geht's dir denn? Super, mir geht's super. Dankeschön. Nado, ja, hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Failed to get supported GTA version. Und dann startet es doch. Ja, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Das ist auf jeden Fall legit. Hallo. Hallo. Wie geht's, Leute? Alles cool bei euch? Ah. Ich hoffe, ihr fiebert heute alle GTA an. alle Deutschland an. Ja? Bei der WM? Die Deutschen müssen heute gewinnen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich bringe das für mich auf andere Gedanken. Oh, ich drücke die Däumchen. Was auch immer dich bedrückt, hier bist du richtig. Ja, wie gesagt, GTA. Ein bisschen, wir gucken einfach, was passiert, wenn überhaupt was passiert. Und auf jeden Fall, nach ein bisschen PlayerUnknown's Battlegrounds. Wenn was bei GTA passiert, spielen wir natürlich weiter. Wenn nicht, dann wechseln wir auf PUBG. Was geht? Jo, was geht, Leute? Natürlich. Deute, 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 deute. Matze, danke für deinen Twitch-Sub. Dankeschön. Willkommen in der Community. Dankeschön. Schön, dass du dabei bist. Lord Tellermann, geiler Name. I love your nickname. So, ich gehe mal hier rüber. Ich leg einfach direkt mal los. So, zack. Dead Basic wurde gebannt. Ja, ich weiß. Warum auch immer. Da bin ich nicht. So, da kann ich nichts zu sagen. Ne, ich spiele so Fortnite. What? Nein. Das tue ich mir nicht an, heute nicht. Morgen, hallo. Hallo. Was geht, Leute? Wir können heute unser Auto mal umlackieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute auf diesem Server gerade sind. Ich gucke einfach mal. Einfach noch ein bisschen Cash in the Dash machen. Oh. Hallo? Ja. Nö. Okay, Voice funktioniert. So, guck mal, wie viele Leute drauf sind. 36. Okay. Ja. Ich hole mein Auto. Oh nein. Mein Auto wurde hier abgeschleppt. Mach ich das jetzt am besten? Ist in der Nähe der Verwahrstelle eine Garage? Ah. Dann fahre ich mit einem Polizeiauto hier hin. Von hier gehe ich dann darüber. Okay. Cheat happening. Hast du von den neuen Servern gehört? Ach, Leute, lass mich damit in Ruhe. Ich kann das nicht mehr hören. Server hier, Server da, tralala. Ne? Doch einige schon hier. Was macht er denn da? Hä?
Was geht denn? Hallo? Was geht denn mit dir, Mann? Was machst du so früh im Dienst, Mann? Es ist Wochenende. Geh Ach auf! ja, nee. Ich hab mal gesagt, ein bisschen Geld verdienen, Geil, Mann. Ja, ich ne? hab einen Gipsarm, Mann. Zieh's dir rein. Aber ist morgen wieder ab. Scheiße, was hast du gemacht? Ach, ich wollte. Also, ich bin jetzt Commander of Operations. Da muss ich auch Rekruten ausbilden. Und ich wollte sowas richtig. Das wäre so dein Ding gewesen, weißt du? Ich wollte halt so ein Manöver starten. Dass ich so tue, als ob ich bewusstlos bin. Und mal gucken, wie die Ah, dann handeln halt, Quasimodo ne? geht's dir schon besser. Geht besser, ja. Und Ihnen geht's auch besser, Sir? Haben Sie Ja, bestanden? ich habe meinen Lappen in der Hand. Hier können Sie sich den mal angucken. Der riecht ein bisschen Ah, streng, seien Sie mal ein aber. bisschen netter zu dem Herrn und seien nennen Sie den nicht Quasimodo. Ah. Das habe ich dir doch Ah, gerade schon verarschen Sie mich erklärt. hier oder was Das ist das sollten hier Sie für doch eine nicht. Sie Sache? verarschen meinen Kollegen, dann verarsche ich Sie, ja. Ah, das ist einfach nur ein nettes Necken, nennt man das doch, oder Ist nicht? das so? Der Sir war Ah. vorhin schon ganz schön frech, kann ich Ihnen sagen. Ja, ich war überhaupt nicht frech, Mann. Wie Na, redest du mit aber wir mir? haben unsere Streitigkeiten eigentlich geklärt und ich habe ihm erzählt, ich Genau. sei nicht immer so gemein zu den Polizisten. Ich meine, Ah, die tun sehen Sie, zwar ist nichts für alles ihr cool. Geld, aber sie sind doch mal erreichbar. Ne? Also immer nett zu meinen Kollegen sein, dann bin ich auch nett zu Ihnen. Sehen Sie? Ah, wenn Sie nett zu mir sind, dann bin ich auch nett zu Ihnen. Wenn Sie mir noch einmal meine Sprache verarschen, dann hat sich das mit der Nettigkeit. Das Aber heißt dann ansonsten was? haben wir Das kein heißt dann Problem. was? Dass ich einfach nicht nett zu Ihnen bin, mehr heißt es nicht. Junger Freund, zeigen Sie mal ein bisschen Anstand. Du Ich bin denn? Ich habe total den Tacho noch. Ja, aber anständig. jetzt mal so nebenbei, hier brauchst du jetzt keine Traube bilden oder so, ne? Also wenn jetzt irgendwer ein PD-Anliegen hat, dann bleibt da drin, setzt sich hin. Und wenn keiner ein Anliegen hat, ja, dann beruhigen wir uns alle mal wieder und gehen hier mal raus, ne? Wo gibt's Trauben? Ich hätte schon ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Ah, da hinten. Orange. Sieh deinen Kaffee. Eine Orange können wir anbieten hier. Ah, die nehme ich gern. Kleinen Moment. Ah, die Polizei ist ja doch ein bisschen nett. Ich gebe ihn auch was, gucken wir Im mal. Gegensatz zu dir schon. Ja, verpiss dich mal, Glatzkopf, Alter. Ja. Hier, gönn dir den Donut und es geht dir besser. Mann, Ah, was eine ist dir aus? Orange. Was ist dir Was? aus dem Gesicht gefallen, Mann? Ja, ich habe gesagt, du sollst dich verpissen, Glatzkopf. Komm, hau ab. Kusch. Raus. Ich Was zähle hast du jetzt denn bis mit. drei. Wenn Was? ihr weiter hier Wuff! GZSZ macht, stelle ich euch Wuff! beide in die Zelle. Hast du Eins, für ein. Raus mit dir, Mann. zwei. Verpiss dich. Hä? Guckst du dumm, hä? Guckst du dumm? Raus jetzt. Verpiss dich, Ihr los. verpisst euch jetzt Verschwinde. Ja, beide. ich habe Ihnen auch gerade gesagt, dass Sie sich entfernen sollen, wenn Sie kein Anliegen haben. Also beide Na komm, einfach, klär mir ne? das draußen. Wie der Coin hinterherläuft. Tina mit ihren A. Warte mal. Kollege, könntest du mir noch Wasser. ganz kurz deinen Ausweis geben? Bitte einfach nur so, damit ich weiß, wer du bist. Muss das sein, Sir? Ich habe gerade einen Führerschein gemacht. Gucken Sie doch in die Akten. Ja, und ich sage, sie soll mir den Ausweis geben. Ganz schön aufdringlich. Bitte Naja. schön. Alles klar. Nur eine Kleinigkeit, ne? Ich weiß, manchmal fühlt man sich provoziert und so, aber Sie können nicht hier im Police Department Leuten sagen, dass Sie zu gehen haben. Wir sagen Ihnen, wenn Sie zu gehen Ja, haben. ich Haben Sie weiß. verstanden? Ja, wissen Sie, wenn man halt geärgert wird von irgendwelchen Leuten, muss man für sich selbst einstehen und sich gerade machen. Kennen Sie doch. Verstehe ich, alles Sie cool. als Polizist haben doch sicher jeden Tag damit zu tun. Ja, aber chillen Sie mal ein bisschen, ne? Also das kann man auch anders klären und vor allem da Ja, drin. natürlich. Ich lasse Ja? mich nur ungern rumschubsen. Alles gut. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, ne? Was Gleichfalls, machen Sie Sir. beruflich, wenn ich fragen darf? Sorry, das hatte ich beinahe noch vergessen. Ja, ich bin gerade erst angekommen. Ich bin noch am Orientieren, aber. Ich kann Ihnen einen Tipp geben, wo Sie gut Geld mit verdienen können, ist die Müllabfuhr. Das riecht immer so streng, glaube ich. Ja, gut. Ist aber, bringt Cash, ne? Na, wenn die Kohle stimmt, kann man sich das mal überlegen. Müssen Sie Vielen runter zum Dank. Hafen. Jojo. Schönen Tag noch. Am Hafen, danke. Ah, Mann. Was ein Typ, ne? Ja, ich hab mal gesagt, er soll sich mal einen Job suchen und ein bisschen chillen. Ja, das, So, warum? Komm mal hier rüber. Kannst du mal aufhören, so zu. Ja, Mann, es ist halt, ich bin das nicht gewohnt, der zieht mich ganz schön runter, Dort der ist scheiß es. Ich fahre dich Gipsarm, gleich zum ey. Krankenhaus, dann machen wir das, Alter. Das ist ja unfassbar. Da ist ja Ding persönlich vom Arm.
Rain, ja, pass auf, ich versuche mich mal kurz aufrecht hinzustellen, ja. So, aber geht beim dann. Gehen ist das immer. Es ist halt, ich bin halt voll auf Ibo, Mann. Ich hab mir halt ordentlich was gegeben. Sag mal, deswegen, ich bin auch tiefenentspannt. Die beleiden sich alle und ich habe mich wie im Film gefühlt kurz, aber dann musste ich. Sven, ja, danke schön. Wo du noch nicht da warst. Sag mal, und okay. Was heißt das jetzt? Du bist schief auf Dings Operation? Wer ist. Hä, wo ist denn der andere? Was ist hier los? 69 ist weg. Oh. Palmer ist weg. Johnson ist gefühlt weg. Ich weiß nicht, ob die offiziell weg ist, aber gefühlt ist sie weg. Hab sie gar nicht mehr gesehen die letzten Tage. Der Reif ist gerade Assistant, weil ja diese Chief-Gedönse ja auch mit den Obersten, der Obersten da abgeklärt werden muss. So wie damals halt. Oh, Notruf, ich brech ins Essen. Ja, okay. Mann mit der Glatze, wie heißen Sie? Sir, mein Name ist... Ja, welchen meinen Sie denn? Ich glaube, Sie. Ja, ich bin Chris Wolf, Sir. Nicht so ungut, aber können Sie ein T-Shirt anziehen? Wieso? Er ist Stuntman, das gehört dazu, Mister. Und Stuntman. Perry hat er dich voll gequatscht mit... Sehen, wie seine Brusthaare anfangen zu brennen. Ja, aber vielleicht möchte das nicht jeder sehen. Also könnten Sie sich ein T-Shirt anziehen, können Sie mir den Gefallen tun? Oha, wie gemein. Sind Sie noch da? Dort is it. Ja. Finden Sie, das sind viele Haare, Sir? Aber warten Sie, mein Telefon geht. Hallo? Ja, Keune, komm mal rein zum Reden. Entweder hat uns da draußen gerade einer verarscht, weil wo ich drin war, hat er dann aufgelegt. Oh. Ich hab keinen Bock, dass die hier weiter nur Blödsinn machen, ehrlich. Okay. Ja, mal ganz kurz. Wer braucht denn noch was vom LSPD? Keine. Ich immer. Ein Kaffee. Ja gut, dann holen Sie einen Kaffee und dann die anderen, die nichts mehr brauchen, wäre super, wenn Sie sich dann auf den Weg machen würden und das machen würden, was Sie so machen. Sir, ich wollte fragen, wegen der Stuntman-Lizenz. Ja, dann soll Ihnen die Polizei eine geben, oder was? Ja, sowas brauche ich offiziell, dass ich keinen Ärger bekomme. Was wollen Sie denn machen? Na, ich will von Häusern springen. Vergessen Sie es. Bin doch aber Stuntman. Ja. Die menschliche Kanonenkugel. Okay, dann wegen Ihrer Glatze, oder? Ich habe ein Stuntman-Outfit und ich bin immer in eine Kanone geschossen worden. Passen Sie auf, dann gehen Sie sich Ihr Stuntman-Outfit holen und dann kommen Sie gleich wieder, okay? Okay, Sir, das mache ich. Bis gleich. Danke. Hey, wo holt der denn? Okay, wir müssen schnell los. Wie gesagt, ich krieg mein Stuntman-Lizenz, wenn ich meinen Outfit anziehe. Nee. Ich habe gesagt, sie sollen mir den Anzug nur zeigen, nicht, dass sie dann eine Lizenz kriegen. Ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Mister, der ist neulich von einem Haus gesprungen. Der hat sich mit einer Ninja-Rolle abgerollt. Ja, okay, dann gucken wir uns das einmal an. Ja, Sir, das ist der Oberwahnsinn. Ich bin gleich wieder da, ich bin so aufgeregt, oh mein Gott. Ja. Warten Sie. Der alte Herr hier, der hier so verletzt ist, ne, so alt ist er gar nicht, kriegt erstmal ein Käffchen. Dankeschön. So, wir führen hier gerade ein Vier-Augen-Gespräch. Wie heißen Sie nochmal? Ich? Ja. Ich bin der Detlef van Meyer. Okay, Detlef. Könntest du kurz draußen warten, wenn du hier nichts dran zu tun hast? Na klar. Bis später. Jo. Tschüss. Boah. Hier ist was los, Alter. Das Karnevalsverein. Andere Tür. Also, du bist jetzt Chief, ne, Commander Dings. Ja, Commander of Operations. Über mir wäre noch ein Deputy of Operations. Keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, das ist sogar noch momentan der Herr Reif. Der wurde aber auch schon zum Assistant gekürt, weil Palmer halt weg ist und Johnson, wie gesagt, gefühlt weg ist. Und die 69 hat richtig niedergelegt, das Amt. War die hier das und heißt, hat sich noch verabschiedet? Nee, also ich konnte nicht Tschüss sagen. Ich glaube nur beim Reif. Okay. Also so richtig... Also... So richtig heldenhaft hier alles, ja. Der Palmer hat noch vernünftig Tschüss gesagt, aber das war... Warum? Check. Alle
Also der Palmer hat mit Depressionen, Burnout so ein bisschen zu kämpfen gehabt. Er hat gesagt, er kann das alles nicht mehr. Der hat da wohl auch irgendwie so ein Flashback gehabt, weil er da schon damals mal was mit seiner Schwester erlebt hat. Die hat ihn wohl irgendwie verpfiffen gehabt bei den Cops. Also nicht bei den Cops, sondern die war selber Cop und er ist ja Cop. Und dann hat sie ihn schon mal verpfiffen gehabt und ach, keine Ahnung. Oh. Deswegen ist er komplett weg. Der ist, also der läuft ja auch nicht mehr rum. Der ist komplett mit Flugzeug ausgereist. Keine Ahnung wohin. Und ja, dann kam halt der Ralf auf mich zu, sagt, wo siehst du dich? Ich habe gesagt, ja, ich stehe hier, Mann. Wo siehst du mich? Oh mein Gott. Dann sagt er halt so wegen Rang, wo siehst du dich da? Ich sag, mir ist ein Rang scheißegal, ich mache egal welchen Rang, ich habe meine Arbeit so weiter, wie ich es für richtig halte, beziehungsweise so, wie ich es halt auch mache. Ja. Der Rang ist ja nur nebensächlich. Und dann meint er halt, sag mal, pfeift da schon wieder wer? Ich guck nicht nach hinten. Guck nicht nach hinten. Okay, ich guck nicht nach hinten. Auf jeden Fall, ja, meinte er dann wegen Commander. Ich habe gesagt, naja, also die Ausbildungstätigkeiten, die ich tagtäglich in Streifen mache mit den Rekruten, da bin ich schon gefühlt Ausbilder. Dann hat er gesagt, komm, dann kannst du auch Commander sein. Ich habe gesagt, dadurch ja, ändert sich für mich aber nichts. That is it. Außer, dass ich jetzt einen anderen Rang habe. Schön. Für den vierten Monat, ganz schön. Mal fragen, was er will. Ja, was ist, was... Warum? Boah, ihn, was ein Outfit! Entschuldigung, haben Sie. Ach, da unten sind Sie. Was machen Sie denn da unten, Sir? Was haben. Wo, unten? Ich wollte mich erkundigen, wo man denn hier den Führerschein machen kann. Wie unten? So, nee, dann gucke ich gerade nicht richtig. Kommen Sie mal raus. Ja. Glück um Unglück. Fat Manager. Super Muffin, 3 Monate und es werden immer mehr. Dankeschön, Alter, ihr seid krank. Diese verdammte Tür. Ja, diese Tür. Okay, passen Sie auf. Montag. Ja? Montag, ja. Was ist Montag? Montag, so? da kommen Sie nochmal hier ins PD abends um 20 Uhr. Okay, Sie hier mit dem, okay, dem Helm. Und dann komme ich mit Ihnen mit meinem Partner, und dann gucken wir uns mal einen Stunt auf einem abgesperrten Testgelände an, okay? Okay, Sir. Und dann, wenn das gut ist, ja, aber ey, ihr übt irgendwo in der Wüste oder am Arsch der Welt, aber nicht hier in der Stadt. Okay, Sir. Ja, und schön aufpassen, dass ihr keinen gefährdet, keinen Flammenwerfer benutzt, keine Mollys benutzen, nichts, was brennt. Bitte immer einen Feuerlöscher dabei haben und ihr wisst das ganze Programm, ja. Mister, kein Problem, ich bin der Manager. Ich habe immer ein Auge auf den Herrn. Ja? Das ist mein Manager. Okay, wie war Ihr Name nochmal hier, Bowlingkugel? Herr Wolf, Sir. Okay. Gut, dann sehen wir uns Montag, ja? Aber tun Sie mir einen Gefallen, gehen Sie jetzt üben und tauchen Sie nicht mal hier beim PD auf, wenn Sie nichts zu tun haben. Ja? Wie hieß denn Onkel Kanone? Eine fliegende Kanone, eine menschliche Kugel. Ah, okay. Gut. War der fliegende. Ich war der fliegende Wolf, sagten die immer. Meine Eltern, die haben mich irgendwie in eine Kanone gesperrt. Wem gehört das Auto, was da steht? Welches denn? Der da. Na, dem da. Ja, ich glaube auch. Na, mir. Ach, das ist ihr? Sie fahren den Dominator? Nee. Ach so, nee. Sie fahren die Rostlaube davor. Hey, das ist ein schickes Sie Auto, Sir. Sie müssen ja nicht so direkt sein, wir bauen das Business auf. Wie heißt denn Ihr Unternehmen? Flying Wolf. Flying Wolf. Ja. Gut. Ja, passen Sie auf, wenn das Ding lukrativ ist und gut läuft, dann steige ich mit ein. Das ist ein Wort, Sir. Sehr gut. Und Sie sind Anwalt. Detective. Das ist gut, wenn wir jemanden von der Polizei kennen, Detlef. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr Scheiße baut, bucht ihr euch ein. Die Lizenzen dann kann man den anrufen. Na gut, ich bin jetzt kein... Ja, ja gut. Dann geht ihr mal trainieren in der Wüste, ne, wo nicht so viel los ist. Und dann sehen wir uns Montagabends, kommt ihr hier vorbei, okay? In Ordnung. Komm, wir machen Flying Wolf ganz groß. Ich drücke euch die Däumchen, ihr schafft das schon. Sir, danke, dass Sie so an mich glauben. Ja, okay, machen Sie... Ja. Ach du Tschüss! Das ist von der... Jetzt gehen Sie! Oh, Alter. Ich bin die ganze Zeit nicht im Dienst, Alter. Ich mach die ganze Zeit kein Geld. Ah, okay. Ich geh jetzt mal in Uniform. Da hab ich grad mal Bock drauf. Nicht immer hier zivil. Einfach mal ein bisschen Uniform. Einfach so ein Cop sein. So. Da tut mal wieder gut. Die ausgeranzte, abgefuckte, eklige Uniform anzuziehen. Oh Gott. Die hat mich beobachtet, habt ihr gesehen? Danke für die ganzen Subs, Leute. Danke. Ja, warum kann... Achso. Danke, very nice.
Ich hab ja wieder ein Mausrad. Guck mal. Ah. Ah. Beiläufig alles mit. Jungs, ich muss mal auf eine geheime Mission. Also, ich muss mal mein Auto, was der Ralf abgeschleppt hat, wieder aus der Verwahrstelle holen. Ich bin sofort wieder da, ja? Warte mal. Du könntest auch mit dem Rekruten fahren. Und der fährt dann den Dienstwagen zurück und du fährst dann deine Karre hierher oder wo auch immer du sie hinhaben willst. Ja, ja. Okay? Ja, let's go. Wie ist dein Name? Joe. Joe. Mhm. Let's go, ich bin der Walter. Ah, wir kennen uns auch schon. Jetzt fang dich auch an damit. Wirklich. Mann. Warum reden alle eigentlich hier so? Warum reden eigentlich alle immer so komisch? Ah, wir kennen uns schon. Ich weiß nicht. So wie Gewöhnungssache. Ja. Willst du fahren? Mir egal. Okay. Bist ein guter Fahrer, ja? Ja, ich würde behaupten schon. Wie lange bist du jetzt schon bei der Polizei? 10. Tag heute. 10. und immer noch Rekrut? Na, ich habe Ewigkeiten, ich krieg keine PPU. Boah, warum? Naja, zuerst war ich nicht angemeldet. Also zuerst war niemand im Krankenhaus da. Dann war ich im Krankenhaus und hieß es, ich sei nicht angemeldet. Dann habe ich Ewigkeiten keinen von unserer Leitung gesehen. Dann wollte ich die gestern endlich machen. 23.48 Uhr war auf einmal die Luft so schlecht im Krankenhaus, dass sie die physische Untersuchung abgebrochen haben. Oh. Ja. Weißt du was, dann fahren wir da ins Krankenhaus und ich organisiere eine PPU. Ich habe schon geschaut, ich war vorhin schon mal da, es ist noch keiner da, der mir den physischen Teil abnehmen könnte. Ja, wir können ja mal ab und zu gucken. Können wir als erstes zum ATM fahren? Ich brauch dich wahrscheinlich auch nie aufklären, du kennst die ganzen Gebiete und alles, ne? Ja. Ja, das wird schon. Mal für eine Dienstnummer hast du? Ach scheiße, ich muss ja 33. Haben wir immer noch den hässlichen Scheißfunk? Den alten haben wir. Den alten wieder? Ja. Was ist denn die Funkfrequenz? 66, 99. 99 Funkcheck. Check. Och, Gott sei Dank, das toll, ist, oder? Das ist so schön. Ich hoffe, der bleibt, weil der neue Funk, der war echt rotze. Oh ja. Ich hab mir gedacht, da steht jemand neben mir, weißt du? Naja, vor allem, die Leute, ich musste andauernd irgendwie versuchen, die höher und lauter zu stellen. Das hat nicht funktioniert. Ja, da musst du am Funkgerät immer rumfriemeln, das ist so ein Müll. Ja, nervig. Zum ATM weißt du, ne? Na, ich wollte beim Tankstellen-Shop dahin oder okay, ja, ne, ist alles cool. Fahr ruhig, ja, oder hier, ja. Ich komm sofort wieder. Hallo, wie viel Geld habe ich eigentlich? What? 52.000, das hätte der Walter niemals gehabt. Das dürfte reichen. Ich glaube, mein Auto rausholen kostet 1.700. Ich wollte das heute eigentlich noch umlackieren, aber mal gucken, ob bei Bennys jemand ist. Weißt du, ob bei Bennys jemand ist? Nee. Aber gestern hat sich jemand Neues da vorgestellt. Ich kann gleich mal versuchen, ihn anzurufen. Okay, ja, wir können ja gleich auch. Ja. Hat jetzt irgendwie noch einen Mitarbeiter mehr. Okay. Also, habe ich irgendwas verpasst, außer dass wir wieder einen neuen Chief haben? Wann waren sie das letzte Mal da? Vorgestern. Nee, vor 3 Tagen. Nee, vorgestern. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na, es gab irgendwie wieder eine Ballerei in der Grove. Okay. Wo es wohl auch einige Tote zu beklagen gab. Was? Und seitdem habe ich in der Grove tatsächlich auch niemanden mehr gesehen. Achso, wir wollten jetzt nicht zu der Wahrstelle. Wie einige Tote? Also so, das ist nur Hören sagen. Ich kann da echt nichts Hundertprozentiges zu sagen. Man ja irgendwie als Rekruter sowieso meistens außen vor ist. Aber was ich so von Freunden gehört habe, dass sie da wohl jetzt immer, wenn sie in der Grove vorbeigefahren sind, da war niemand mehr. Gar niemand. Okay. Und gestern bin ich mit dem, ich hab den Namen vergessen, der Texaner. Ja. Oben rum musste fahren. Ach Gott, okay. Ich war hier noch nie drin. Der meint, der ist gestern auch einfach durch die Grove gefahren. Ohne dass irgendwas war. Okay. Da war niemand drin und es war abends. Wo eigentlich die Grove ja, weil gefühlt der erste Anruf schon kommt, wenn man nur in der Nähe ist.
kommt drauf an, wer dahin fährt. Ja, gut, das stimmt natürlich auch. Hm. Okay. Wer betreut den Fall der Grove mit den Toten? Gibt's da keine Ahnung. Okay. Wie gesagt, das sind private Infos. Das ist nichts, was ich vom PD weiß. Gut, ich versuche da mal was rauszukriegen. Alles klar, Mann. Ja. Ich hole mal eine Karre und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Yo, Alter. Was ist denn da los? Was habe ich jetzt bezahlt? Nur 300? Fahr ruhig zum PD. Ich komme nach. Okay. Oh, ich liebe dieses Auto, ne? Ich habe letztens echt überlegt, Leute, ob ich mir meinen Ford Mustang holen soll, in echt, ne? Ford Mustang GT, Alter. Richtig schön schwarz mit einem Spoiler hinten drauf. 55.000, hätte ich jeden Monat 600 Euro bezahlen müssen, aber das wäre aber über Jahre gegangen. Ja. Ja, geil. Die halbe Grove tot, oder was? Ja, dafür muss Twitch noch besser laufen, damit ich den leisten kann. Und machst du es? Ich weiß es nicht. Aktuell glaube ich nicht. Ist halt schon eine fette Verpflichtung, ne? Weil du kannst ja nicht mal... Ich kann nicht mal 55.000 so bezahlen. Und jeden Monat 500 Euro. Schon... Plus Versicherung, plus Tanken, plus Steuern. Muss schon mehr verdienen dafür. Bin ich ganz offen und ehrlich. Ja, Mustang ist aber egal, Plastik, er ist geil, das ist ein geiles Auto. Nehmen. Auto schon auf? Stehen da also Karren vor? Gut, wir haben jetzt halt 13 Uhr schon, ne? Also beste Shelby GT, ja. Ja, Audi ist auch toll. Also ich hätte gerne S5, aber der ist halt zu teuer. Ob ich den Wegrenner schon länger kenne? Ja, der war ja damals auf Alternate auch. Na gut, Leute. Also, wir haben 13.30 Uhr. Ist klar, dass es leer ist. Also, das hat nichts mit dem Server zu tun. Das wird noch. Ich möchte gar kein zweites Auto. Ich liebe mein Auto. Ich würde mich hier nur freuen, wenn endlich mal die Karre, wenn man das Auto mal tunen könnte. Ich fahre noch eben schnell zum Supermarkt.
zum Supermarkt, da kauft der Walter ein, holt sich lecker fein, denn beim Supermarkt, da macht es Spaß zu kaufen, da verläufst du dich auch nicht, denn der ist klein. Oh, oh lecker Walter fein. So, kaufen, gib mal her, Schokolade, du Sau. Ah, Wasser, 10er. Was haben wir denn noch? Ja, rein damit. So. Hundausstattung ist da. Ah, ne, warte mal. Ich komme noch in den Verbandskasten. Kaufen. Ja. Ein Verbandskasten. 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 Ich kaufe mir einen Verbandskasten. Open this car. Ja, ich will den Wagen eigentlich umlackieren. That's right. Because, the color sucking. Ich würde ihn gerne matt machen. Matt, olivgrün. Geil. Wobei, ich finde, dieses Blau fällt halt schon auf, ne? Jeder hat hier so seine komische graue Kackfarbe. Ah, ich mach das mal nicht im Dienst. Das kann ich privat machen. Das kann der Walter privat machen. Hier gehen wir mal später bei LS Custom. Was haben die denn hier so Schönes? Oh, warte mal. Das ist mal interessant. Kosten der Weiße, Alter. So ein Nissan Skyline-Verschnitt, ne? Oh. Das ist natürlich geil. So eine Karre hätte ich auch gerne. Aber eigentlich müssen wir da auf der anderen Seite sitzen. Jo, was geht? Moin. Kann ich helfen? Gehört Ihnen der Laden hier? Oh, Sie wollen dringend einen Rüssmo. Ah, scheiß doch die Wand an. Ist das besser? Oh ja. Moin. Hallo, gehört Ihnen der Laden hier? Ja. Okay, was kostet dieses Auto? Das ist. Das ist einer. Ich guck grad mal, Moment, das ist ein LG. 146. 146.000? Ja. Ah, okay. Ist ja günstig, aber sieht geil aus. Ja, stimmt. Ja, ne? Das ist ja letztlich Retro Custom. Okay, gut zu wissen. Ja, dann arbeite ich noch ein bisschen als Polizist, da verdient man ja sowieso gut Geld und dann. Du hast dir eigentlich schon zwei GTX leisten können, oder? Ja, aber ich finde, der GTX ist ein geiles Auto. Was kostet der bei euch aktuell so mal aus Interesse? Der GTX kommt 81.000 Verhandlungsbasis. 81? Ja. Was? Ich hab den damals für 60 gekriegt. Was habt ihr noch so für schöne Autos denn? Der Buffalo kommt 61. Hm. Ich geh mal kurz rein. Alter, der ist schon Killer, der Wagen, Alter. Man weiß. Aber das hier ist natürlich das Beste. 99 für 89, Scott. 99 hört. Status, wo befindest du dich? Ich bin jetzt auf dem Rückweg, in einer Minute da. Okay, so standen. Ende. Was kostet der hier? Das ist ein Chino, der kommt 34. Ach, das ist aber günstig. Ist günstig, ist ein trotzdem Neuwagen. Allerdings haben wir halt das Problem mit den Türen. Die Scharniere halten halt nicht, ne? Mhm. Und da der gar kein Verdeck hat, halt die Türen überhaupt nicht. Und der SUV? Das ist ein Mesa, der kommt 31,5, ist ebenfalls ein Neuwagen. Nee, der. Rechts ist der Boller. Sind wir bei 150.000 Verhandlungsbasis. Gut zu wissen. Ja gut, dann spare ich mal ein bisschen noch und dann kommen wir nochmal wieder, ne? Alles klar. Super. Ja, und denken Sie dran, ne? Wenn Sie sich ein Auto kaufen, kriegen Sie bei mir 10% für die Lackierung. Warten Sie. Achso, Sie sind LS Customs, ne? Ja, genau. Wir hatten uns schon ein paar Mal unterhalten. Wann machen Sie denn unten den Laden auf? Heute? Mal schauen. Ich denke so eine halbe Stunde spätestens. Nee, kann sein, dass ich später vorbeikomme. Ja, gerne. Ne? Gut, dann sieht man sich, ne? Ansonsten, heute ist von einer Aktion von 13 bis 23 Uhr, gibt es 10% auf alle Neuwagen-Einkäufe. Oh. 10%? Können auch über Zahlungsmodell reden, können wir auch machen. Mhm. Okay. Das war jetzt aufgrund der gestrigen Aktion hier, den Überfall. Was? Wir wurden gestern halt, hier von mehreren Leuten mit Waffen bedroht, also nicht bedroht, die waren uns beschossen einfach, ohne bedroht zu werden, sag ich mal so. Hier, das Autohaus. Ja, genau. Haben Sie die Polizei angerufen? Ja, klar. Okay.
Deswegen wollen wir ein bisschen Stärke zeigen und sagen, wir lassen uns nicht kleinkriegen. Deswegen nee. Gibt es heute 10% Rabatt. Alle drehen hier durch, da kann man nichts machen. Ja. 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 Gibt auch Autolackierer, Designer darf keine Polizei vorstehen. Ich mach nur Spaß. Ja. Ich hasse sie. Okay, man sieht sich, ja? Bis später. Alles klar. Alles klar, ne? Gut. Ciao, ciao. Nee, das Auto finanziere ich mir, wenn, dann selber. Also ich hätte schon gehen, den hier. Der ist halt Killer, Alter. Das ist halt echt eine geile Karre. So ein Baller, ja, aber das hier ist schon... Guckt euch das mal an. Richtiger Nissan Skyline, Alter. Geil. Grün machen. Jo. Kannst du mal eine Probefahrt machen? Ach, ich muss zum PD zurück. Die fragen sich schon, wo ich bin. Ach so, gut. Ja? Ich komme ja gleich sowieso vorbei, ja? Alles klar, gut. Bis gleich. Bis gleich. Mit dem Autohaus ist sehr interessant. Ain't no sunshine, I got the feeling. Yeah. Ja, der für 34 ist mega, aber der hat leider kein Verdeck. Ich spare dann lieber auf den Nissan Skyline-Verschnitt da, den LG Custom, weil der ist halt geil. Aber es dauert noch ein bisschen. Also ich musste noch heintrüdig 100.000 verdienen. Das ist halt viel Geld. Ja, der hat seinen Wagen geil gemacht. Also mir gefällt das. Diese Kombi zwischen... Ja. Ja. Oh. Ja. Ich sitze im Auto drin, ja, aber... irgendwie kam ich gerade noch... Ist alle dude. Ja, da bin ich wieder. Sag mal, Colin, hast du mitbekommen, auf das Autohaus wurde gestern geschossen, ne? Ja, genau. Da war ich im Dienst. Woher kam das? Das war wohl, also, ich kann dir nur sagen, was Olaf gesagt hat. Wow. Olaf kam dann rein und meinte einen auf, ne, Ermittler zu machen. Und der hat auch die ganze Zeit so zugehört, als ob er irgendwie Bock hat, uns auszuhorchen. So kam es mir vor. Habt ihr irgendwas vom Olaf gesagt? Nein. Weil das Ding ist halt, meinte, ja. Er meinte aber halt, ja, also wenn jetzt ein anderes Autohaus aufmacht und das soll ja wohl der Fall sein, weiß ich nicht, vielleicht weißt du da mehr, dann ist es natürlich für das andere Autohaus umso schädlicher, ja, dass da pressemäßig geschrieben wird, dass auf das Autohaus geschossen wurde. Also bräuchten wir nur eins und eins zusammenzählen und ja, die Leute, die dann, weiß ich nicht, zu welchem Autohaus gehören, was jetzt neu aufmacht oder vielleicht sogar unten am Hafen, weiß ich nicht, dass die das dann waren. Einfach nur aus einem Marketing-Move, sag ich mal. Toll. Weil verletzt wurde niemand. Es war einfach ein Drive-By. Richtig feige und hinterhältig. Also das Ding ist halt, der Olaf, wenn der wieder eingestellt wird, also ich meine, ich habe damals auch Scheiße gebaut, ne, bin ich ganz offen und ehrlich, stehe ich auch immer noch zu, aber der Olaf hat ein Auto genommen und jemanden ausgeliefert mit einem Polizeiauto. Das ist halt was ganz anderes. Und derjenige wurde ja schwer verletzt danach. Also, was ist jetzt mit der Grove? Da gab's, irgendwie Tote oder was? Grove ist komplett vorbei, die Geschichte. Hast du das nicht mitbekommen? Nee, ich... Coleman ist tot. Was? Hm. Ich habe noch den Hernandez, heißt er, glaube ich, Juan Hernandez. Den habe ich noch im Krankenhaus beschützt. Der Coleman ist tot. Wer hat den denn? Warum? Wer hat den? Warum? Ich hab das. Es war so, dass die Frau Richterin, oberste Richterin, ins PD kam und sagte: Mensch, jetzt sind die Straßen ja frei, oder wie? Dann sage ich: Wie, die Straßen sind frei? Ja, jetzt hat's ja Grün auch erwischt. Dann sage ich: Wie auch erwischt? Ja, der Coleman ist tot. Das war das, was ich mitbekommen habe. Tiff. Okay. Das ist... Ja. Wow. Der, wie heißt der? John Slopes? Kennst du den? Ja. Ja. Den hast du doch festgenommen, ne? Ja, ja. Zu wem gehört der? Oder gehörte er? Slopes, der... Ne, den haben wir nicht festgenommen. Der soll jemanden rumbefehligt haben, dass der...
Wir hatten so einen Typen, der hat immer Flashbangs, so Army-Flashbacks, ne? Der hat immer dann gesagt, dass er halt, wenn er Schüsse hört, er denkt, dann ist er wieder im Krieg und so. Und er hat halt das, genau. das Gefühl, dass dieser Slopes ihn rumkommandiert, hat sich aber erledigt, war halt nichts. Ja, aber der Slopes muss sich ja bei uns immer anmelden, der hat ja eine Fußfessel, ne? Deswegen müssen wir den ja irgendwie mal festgenommen haben. Okay. Ich weiß davon nichts, ich habe das nicht gemacht, ich habe John Slopes immer nur bei Carsten gehört eigentlich. Ja, genau. Weißt du, ob der heute kommt? Ich meine, er hat mir gestern noch sagen können, ja. Aber er hat sich gestern schon ein bisschen kränklich angefühlt. Also hat er sich... Genau, ich habe uns aufs Maul, dann geht's ihm besser. Weißt du, ich stehe ja auch mit meinem scheiß Gips, ey. Von daher, naja. Aber ja, er meinte ja. Aber natürlich kann ich nicht für ihn reden, ne? Also die Grove ist Geschichte. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, ob der... Du weißt ja, eigentlich ist es ja so, wenn einer geht, dann folgt der Nächste, ne? Aber wenn die sich von den... Aber dass Dean tot ist, Mann. Dean war ein Mistkerl. Aber irgendwie mochte ich den, weißt du, was ich meine? Ich hatte ja mit dem gar keinen Kontakt, deswegen. Also deswegen war halt die Aktion auch, wo wir doch da standen und der Krieg ausgebrochen ist. Da war ich halt... Ich fand das richtig scheiße, weil... mal wieder Sachen abgelaufen sind, wo keiner wusste, woran man ist. Also ich vor allem nicht. Ich habe euch dann einfach arbeiten lassen und gut ist. Ja, ist auch kein Problem. Aber manchmal ist es einfach cooler, wenn man halt Bescheid weiß. Ne? Sorry, also das ist keine Kritik. In dem Sinne, dass ich dir jetzt an die Karre pissen will. Ach du, das Ding ist nur, das Problem ist, ihr ganzen, du hast es ja gerade selber gesagt, ihr habt alle keinen Bezug zu den Grove-Jungs. Ich schon. Und deswegen bin ich einfach reingegangen, weil ich wusste, dass sie mich nicht abknallen. Ich wurde ja vorher gewarnt sogar. Und das habe ich ja mehrmals versucht, den Leuten hier mitzuteilen. Aber man hat ja nicht zugehört. Und das Ding ist halt, wie viel oder Schwerverletzte hatten wir an dem Tag? 10? Rote und alles. Und weißt du, ich hätte das im Krankenhaus ganz anders Hand gehabt. Ich hätte das ganze Krankenhaus räumen lassen, bis auf die Gangs und die Ärzte. Und weil da waren so viele Passanten drin. Alter, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Stell dir mal vor, einer von der Grove hätte eine Knarre gezogen und hätte dann in die Roten reingeschossen oder so. Und dazwischen die Passanten. Ne? Deswegen, wir müssen gucken. Und weißt du, was das Hauptproblem war? Der neue Funk. Ja, das sowieso. Aber da kann ja... Viel zu laut. Da kann ja niemand jetzt was für, der jetzt noch hier ist. Das war wieder Geschwafel von Leuten, die sich jetzt verpisst haben, Mann. Ehrlich. Ja, ich finde das sowieso krass. Jedes Mal wurde rumgerudert und sonst was. Und wer war dann im Dienst? Carsten, ich. Und jedes Mal muss man dann mit dieser Scheiße umgehen und sich dann blöd darauf einlassen oder halt noch blöd angemacht werden, warum man darauf nicht klarkommt, so. Obwohl man wirklich so mit die Person ist, die sich dauerhaft damit beschäftigt halt, ne? Oh, das ist echt zum Kotzen. Ich denke, das wird sich jetzt aber alles ändern. Zum Glück. Ja. Und ich denke, dass man jetzt auch, wenn du Vorschläge hast, geh immer hin und hause raus. Machst du sowieso. Genau. Okay, also ich glaube, also ich hatte mit dem Chief nicht viel zu tun, du? Mit beiden Chiefs nicht. Mit allen dreien Chiefs nicht. Doch, der eine Chief hat mich mit einer MP5 beschossen. Der andere Chief hat erzählt, ich wollte ihn umbringen. Mhm. Ja. Und der Connor hat mich zum Rekruten wieder gemacht, was aber okay ist, weil der hat mich... Auch nicht, hast du eigentlich irgendwie so ein Stempel auf deiner Stirn? Ich kann ihn gerade nicht sehen, deswegen frage ich, aber hast du einen Stempel auf der Stirn mit Scheiß mir in die Fresse dauerhaft oder nee, so? Ich habe immer so ein Schild auf dem Rücken, da steht Follow me. Ja. Ja. Ist halt, so fühlt es sich manchmal für mich an, weil es kotzt mich an. Ey, wie, Na, egal, das Ding ist halt, ich weiß nicht. Vergangenheit. Ich weiß nicht, ja, aber ich weiß nicht, warum es immer mich trifft. Also, ich weiß nicht, warum permanent Walter Weiß ein Thema sein muss. Verstehst du, was ich meine? Bei jedem. Manchmal laufe ich an jemanden vorbei und höre dann, der Weiß. Ich habe mit niemandem ein schlechtes Verhältnis, außer mit manchen vielleicht mal gehabt, aber ich versuche das immer dann gerade zu biegen. Auch mit Olaf. Und ich glaube, der Olaf nimmt mir das halt krumm, dass ich ihn aus dem PD kicken lassen habe, weil ich ermittelt habe, genau was mein Job ist als Detective. Und da war der Ralf dabei. Und haben wir erfahren, dass der Olaf den Dean Coolman ausgeliefert hat bei den Roten. Mit einem Polizeiauto. Und da, sowas kannst du doch nicht im PD lassen. Der muss, wenn ich den sehe, dann sage ich, der soll sich hochkant verpissen. Verstehst du? Das ist das Ding halt. Wenn der wieder hier angestellt wird, wie gesagt, ich habe damals auch den Fehler gemacht. Ich bin zu den Roten gegangen und habe gesagt, ey, pass auf, das Ding ist halt... Die 69 ermittelt undercover und so. Aber das hat sich alles geklärt. Ich habe ewig lang mit der 69 gesprochen letztens im Dings. Alles ist cool gewesen. Ich finde es auch schade, dass sie nicht mehr da ist, weil das Ding ist halt am Schluss lief der Laden ja auch wieder. Weißt du, was ich meine? Es hat ja funktioniert, bis auf der neue Funk. Die hat auch durchgegriffen. Alles war cool. Nur, dass der Olaf gefeuert wurde, ist... Ich meine,
Es ist halt ein Unterschied, wenn du einem eine Information gibst. Der wurde nicht gefeuert, ne? Der wurde nur suspendiert. Also ich wollte gerade sagen, der ist doch nicht gefeuert. Oh mein Gott. Ey, der hat jemanden mit einem Also, kennt ihr die Story, was er gemacht hat? Er soll den Coleman bei Rot ausliefern wollen. Na, er ist zum, ich erzähle die Story ganz kurz noch, er ist zum Krankenhaus gefahren, da war der Carson und der Dean kam gerade aus dem Krankenhaus raus, wurde behandelt, war wieder ein freier Mann. Und dann ist der Olaf vorgefahren mit einem Polizeiauto alleine, hat gesagt, er hat die Aufgabe, den Dean zum PD zu bringen. Hat er dann aber natürlich nicht gemacht. Der Dean ist eingestiegen. Er ist dann mit ihm runter zum Hafen, mit Uniform und Polizeiauto runter zum Hafen gefahren und hat ihn den Roten ausgeliefert. Und die Roten haben den dann abgestochen. Und der Olaf hat danach durchgefunkt, dass er hinterm PD überfallen wurde, was nie der Fall war. Das ist Olaf. Und so einer soll hier arbeiten. Der Polizeiautos nimmt und Leute, Gangs ausliefert und die dann abgestochen werden. Und jetzt sind die tot, die Leute. Weißt du, was ich meine? Also. Ja, brauchen wir nichts zu sagen. Wenn der hier wieder arbeitet, kündige ich sofort. Ich sag's dir, ich bin sofort weg. Also, sorry, aber. Nee. Na. Ja, ey, das ist. Also, wie gesagt, jeder Mensch war Fehler. Ich will ja jetzt gern was zu sagen, aber. Ja, sag. Ja, ist scheißegal. Sag mal. Nein, sag jetzt, wir reden hier gerade offen und ehrlich. Ich glaube nicht, dass hier Joe irgendwas sagen wird. Nee, aber wenn es dir was hilft, Coin, dann gehe ich auch kurz weg. Nee, komm, bleib stehen, scheiß drauf. Wir sind eine Einheit, ja? Und wenn Olaf reinkommt, nehmen wir das mal an, ist es scheiße, wenn du als Gegenzug deine Marke niederlegst. Ich würde eher sagen, wir kümmern uns dann um das Problem. Ganz einfach. Wie? Ja, das gibt viele Wege. Nein, die Hauptbestrafung für Olaf ist, dass er nicht im PD arbeitet. Ja, aber das sage ich ja, wir kümmern uns dann drum. Du kannst nicht, weil was ich nicht will ist, wenn der jetzt wirklich vielleicht irgendwie die Marke wieder bekommt, dann bist du sofort weg. Und dann haben wir einen weniger, mit dem wir dafür sorgen können, dass sie hier nicht anfängt. Weißt du, wir müssen das dann angehen. Ich schätze den Ralf nicht so doof ein, wenn ich ehrlich bin. Nee, also wenn Ralf deine Geschichte hört und das vielleicht sogar noch jemand bezeugen kann, dann war's das. Warte. Ralf war bei dem Gespräch dabei, auf dem Dach, wo der Dean das alles gedroppt hat. Ja, siehste, also... Dann, also gestern waren Bewerbungsgespräche und gestern war auch der Olaf da. Ich weiß nicht, was er zu Olaf gesagt hat, weiß ich nicht. Müsste also ich kann nur sagen, dass ich hatte gestern mit Herrn Ralf gesprochen, weil ich die Grundausbildung noch brauchte. Und dann hieß es, ja, dann lass uns die abends mit allen anderen zusammen machen. Und er meinte, von den Leuten, die gestern da waren, wäre keiner fähig gewesen, in den PD-Dienst zu kommen. Oh. Okay, kann ja sein, dass er auch Olaf dazu zählt oder so. Aber glaube ich nicht, er redet wahrscheinlich eher von den Neuen, oder nicht? Glaube ich auch. Das Ding ist halt, ich finde die Entwicklung von Olaf halt sehr beeindruckend, ne? Als ich ihn kennengelernt habe, war er halt doofer Taxifahrer, wirklich sehr doof. Und jetzt hat er einen Helikopterschein, also... das muss er erst mal schaffen, so. Also es ist krass, was für einen Wandel manche Leute so innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten hingelegen. Also das... Das soll nicht falsch klingen, aber allgemein diese ganze Stadt, da denke ich mir teilweise, was geht hier ab, Mann? Ja. Also das mit der Grove ist, boah. Alles. Und jetzt formieren sich ja schon wieder irgendwie neue Haufen Scheiße. Ne? Wer? Die Blauen oder so? Habe ich das richtig mitbekommen? Es gibt irgendwie, also das weiß ich nicht, die Blauen habe ich irgendwie mal gesehen, da waren sie wieder weggefühlt. Ja. Dann sind die auf einmal weiß rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob die einen auf Matrosen machen oder so. Ey. Und, dann gibt es irgendwie eine andere Art von Rot jetzt auch, irgendwie. Andere Art von Rot? Ach, du meinst die mit den karierten Hemden, ne? Ja. Ja. Aber dann weiß man... Ja, da weiß man auch nicht, ist das jetzt eine Gruppierung schon? Wie viel sind die? Wir haben doch letztens da den mit dieser Lederjacke und diese Frau, weißt du noch? Ja, ja. Ja. Die gehört dazu. Ich glaube, die gehören auch dazu, natürlich. Die sind vom Bennys. Ja, und da dachte ich mir auch erst so, hä, oh nein, wird so ein Blödsinn niemals machen mit solchen Leuten. Und ja, die sind schon ein paar mehr jetzt. Was ist mit, gestern, oh nein, hast du da noch was gehört? Nee. Also, ja, die wollen mich ja wieder umbringen, also. Mal wieder. Ja. Weil ich habe zu dem Typen gesagt, dass es ein Hurensohn ist und dass er sich verpissen soll, weil der geht mir auf den Nerven. Guten Abend, die Herren. Könnten Sie mir kurz eine Frage beantworten? Ja, warten Sie. Mahlzeit. Abend? Ja, ich habe Abend gesagt.
Okay, gut, ja. Könnten Sie mir ganz kurz beantworten, zwecks den LKW-Führerschein, muss man da für Sie eine extra Prüfung ablegen oder reicht der allgemeine Führerschein? Der allgemeine Führerschein reicht, da steht ja auch A und B drauf und das ist hier in Los Santos so gehandhabt, dass man damit die Fahrzeuge führen darf, ja. Ja, das war schon meine komplette Frage, ich danke Ihnen vielmals. Vorsichtig fahren, ne? LKW, ja, selbstverständlich. Sie machen das aber. Ich bin da noch nicht angestellt, also das war bloß eine allgemeine Frage. Kriegen Sie hin. Ist entspannt, können Sie schön über die Autobahn brettern, schöne Musik hören dabei, Fenster runter, einen Arm raus, gib ihn. Also brettern ist ja schlecht mit dem LKW, ne? Ja gut, man kann auch damit brettern, wenn man will. Das ist richtig, da haben Sie vollkommen recht, ne? Vor allem bergab, ne? So ein bisschen aufmachen, haben Sie schon... Aber müssen Sie auf jeden Fall umziehen, weil in dem Look ein LKW fahren, Sie müssen sich was Bequemes anziehen, eine Latzhose. Wollen Sie meine Meinung dazu hören? Ja. Meiner Meinung nach verdienen LKW-Fahrer in diesem Land viel zu wenig Respekt. LKW-Fahrer bringt ihnen, was sie täglich brauchen. Das ist ein Argument. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind Kunde, Supermarkt, was auch immer. Jetzt steigt ein LKW-Fahrer raus, gepflegt, mit Anzug. Was denken Sie sich dabei? Oh, der hat ein bisschen geklaut. Respekt. Naja, ich würde denken, Ihnen gehört der Laden. Nö, ich denke mir dabei, der Kerl hat ein bisschen Respekt verdient. Also ich finde, jeder hat Respekt verdient. Warum sollte man irgendwie Menschen einkategorisieren? Das ist, kommt auch immer drauf. Das ist absolut richtig. Sie haben da absolut recht. Aber wenn man sich immer die allgemeine Bevölkerung anschaut, wer denn heutzutage noch Respekt vor LKW-Fahrern? Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich unter uns, mal ganz ehrlich. Ja, relativ wenig, Leute. Oder? Ja. Ich denke mir halt dabei so ein bisschen... Wenn da jetzt jemand aussteigt, der ist gepflegt, der hat einen Anzug an, denken sich die Leute so, Alter, es ist kein typischer Trucker, der durch die Gegend fährt mit Adidas-Hosen und versifften T-Shirt, schaut aus wie 3 Tage nicht geduscht. Na, ich meine halt, passen sie auf ihr Anzug auf, nicht, dass sie ihn dreckig machen, ne? Ach wo, da passe ich schon drauf auf. Aber ich denke mir halt, ne, wie gesagt, macht einen guten Eindruck, oder? Ja, vielleicht sieht man sich ja bei einer Kontrolle mal, wenn sie zu schnell fahren. Da hilft dann der Anzug auch nichts. Da haben sie absolut. Da kann ich ihnen ja erst recht abknüpfen, weil ich denke, sie haben Geld dann. Ach, wo, ich und Geld. Absolut nicht. Wie heißen sie denn so? Wir werden das mal den Kollegen so weitergeben, weil sonst denken sie noch, der Trucker wurde von einem Anzugträger, ne, übers Ohr gehauen. Die kippen das. Die Mafiosis haben immer wieder hier dann, einen Truck geklaut, schon dann, klar. Dann sehen sie, wie die Kollegen sagen, Sir, und sie sind sich sicher, dass das ihr LKW ist, ja? Sind sie sich nicht sicher, dass sie der Chef der Spedition sind? Ich verstehe schon. Kommen Sie mal wieder. Alles gut. Ja. Ich vertraue euch. Muss was erledigen gehen, Leute. Es muss sein. Was? Der Walter muss das tun jetzt. In 5 Minuten wieder da.
Das ist es. Schissern, vierter Monat, Dankeschön. Einer auf den Coolman, Mann. Oh. Wolltest du jetzt Zigarette rauchen? Was hab ich diese Straße gehasst? Was hab ich diese Straße verflucht gehasst? Schreiben jetzt alle Rest in Peace in den Chat, Leute. Gucken, wer sich bald diese Straße krallt. Das ist es. Frenchy, Frischi, der Froschi. Frischi? Text ist so klein. Dankeschön. Kein Medic da, ne? Hier würde ich auch Gedanken kriegen, mich umzubringen. Mein Outfit stinkt nicht. Ich habe den Anzug hier jeden Tag zur Reinigung. Mag Leute in Rot.
Ah, das ist schon schade. Ich glaube, es gibt keine Gang jetzt mehr auf dem Server, ne? Die roten sind noch da, aber grün ist weg, lila und gelb ist weg. Check. Leitstelle für 57 kommen. Hört. Besteht die Möglichkeit, dass man mich am Driver's Paradise abholen kann? Positiv? Ich übernehme das. Okay, dann warte ich hier. Komm. Check. 99 für 89. 99 hört. Einmal Hustenbonbon und wenn Sie den Kollegen eingesackt haben, fahren Sie mal direkt bei dem Medical Center vorbei, ob da jemand anzutreffen ist. Da ist nämlich ein Herr wohl eingesperrt. Der da liegen gelassen, da hat er gepennt und die haben die Türen zugemacht. Der müsste mal befreit werden. Also verstanden. Check, Leitstelle Ende, 50 Ende. Richtig. Ich bin Detective, Mann. Fahr ich damit. Was geht? Moin! Alles gut bei dir? Ja, soweit, war gestern wieder ein bisschen chaotisch. Warum? Ach, hier war wieder vor dem Driver Paradise war ein Drive-By. Ja, habe ich schon gehört. Okay. Die drehen alle am Rad. Wohl Machtkampf, ja. Weil unten im Süden jetzt wohl, oder was weiß ich, wo ein Autohaus auch machen soll. Ah, okay. Du weißt, warum wir jetzt zum Krankenhaus fahren? Ja, weil wohl einer eingesperrt sein soll im Krankenhaus. Richtig. Okay. Ich bin übrigens Tommy. Ich bin der Walter. Ach, Walter. Ja, gestern hat man kurz was... dass der Carsten wohl mit dir öfters auf Streife ist, mitbekommen. Er ist mein Streifenpartner. Ah, okay. Dann habe ich ihn gestern kurz geklaut. Ah, ich war ja gestern nicht da. Wo soll der denn jetzt hier sein? Hallo? Oh, sorry, Funk. Hallo? Hallo, LSPD, ist hier jemand? Hallo? Was soll da sein? 99 für die 57, Person gefunden. Ja, so wahrscheinlich, komm rüber. 57. Merke ich, dass jemand die Tür abgeschlossen hat und mich hier einfach liegen lassen hat. Ah. Ja, ja, was machen wir denn da? Meinst du, wir kriegen die Tür auf irgendwie? Leitstelle für die 99, komm.
Wir haben so sieht man sich wieder. Wir haben den Herrn vorgefunden, können die Tür jedoch nicht öffnen. Bleiben Sie dort. Mediziner ist unterwegs, habe ich per Funk kontaktiert. Und dann können Sie ja nochmal den Herrn fragen, ob alles in Ordnung ist. Und sollte das der Fall sein, können Sie sich dann aufmachen und nochmal ins Video kommen. So verstanden. Nur noch zu Ende. Also, da kommt jemand, der Sie jetzt befreit. Da müssen Sie kurz eine Sekunde. Geht's Ihnen gut? Haben Sie Essen, Trinken? Ja, meine Wasserhahn ist ja hier drin und da hinten sehen Sie auch ein Stück Pizza. Was haben Sie denn hier gemacht? Haben Sie gepennt heute Nacht oder was? Nee, ich war gestern Abend noch fischen und da hat mir mein Kollege der hat mich irgendwie umgehauen und ich bin mit dem Kopf auf die Reling geknallt. Und dann bin ich mit Notsanitäter hierher gekommen und während der Behandlung sind dann alle Lichter hier ausgegangen. Geht's Ihnen gut? Ja, also die Behandlung, die war soweit in Ordnung. Die geht's auch wieder prächtig soweit. Nur jetzt stecke ich hier fest. Nicht so prickelnd. Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber ich höre irgendwie Vögel gerade. Warte mal kurz. Ja. Haben Sie einen Vogel oder was? Vielleicht haben sich auch hier Vögel verirrt drin. Das kann sein. Dann sollten die mal hier gucken. Ja. Kammerjäger. So, die sind jetzt weggeflogen. Ah, haben sie fahren lassen da drin, ja? Ja, genau. Ne, es kommt gleich jeden Moment einer. Ja? Ich bin sogar wieder perfekt. Da. Geil. Kann nichts mehr passiert. Was tippt ihr denn für ein deutsches Spiel, Leute? Ich will mal ganz kurz was zu trinken holen, ein Käffchen. Ich bin sofort wieder da, Leute. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Hier ein Schweden. Leute. Soll ich mal was Geiles zeigen? Warte, während wir hier kurz hier mal. Ich hole mal was. Pass auf. Ist mein Schuh auf? Nee. Pass auf jetzt. Machen wir hier im. Guck mal. Ne? Erstmal der hier. Ja? Ich hab mir gedacht, ein schönes und. Das hier. Ja? Guck mal. Die 99, Alter. Ist halt ein originales Trikot von der deutschen Nationalmannschaft. Voll geil. Ich fand das Türkise geiler als das Weiße. Das aussah als Trikot. Ich freue mich, also ich drücke Deutschland die Däumchen. Nix gegen Boateng ist cool, Mann. Bester Abwehrspieler EU West. Nee, weiß schreibe ich da nicht drauf, also man muss ja noch nicht übertreiben. Die immer rumgefragt wird, ob ein Herr Kettler oder Herr Baker. Warum Draken? Kannst du das mal klären, Bre? Ich warte jetzt einfach mal hier, bis der Typ. An den Kollegen, der bei dem Herrn gerade steht, ich warte eben kurz hier, bis vorne der Medic reinkommt, damit der Medic direkt weiß, wo er hin muss. Noch nicht zu Ende. Jetzt klatscht sich der Leute an, Leute. Muss doch. Eigentlich müsste ich halt jetzt schon anziehen, du.
Oh, ist bester Mann, ja. Jeder deutsche Nationalspieler ist cool. Auch Özil und auch Gündogan. Ich mag sie alle. Ich hab Bier schon kalt gestellt für heute Abend. Geil. Warum kein Trikot von Özil? Ja, habe ich eigentlich auch überlegt. Stimmt. Aber ich finde Boateng einfach cool, weil und neu, also mein Lieblingsspieler in der deutschen Nationalmannschaft ist einfach Boateng, Hector und Neuer. Hector ist Kölner, Neuer ist einfach die Mauer Nummer 1, mega sympathisch und der beste Torwart der Welt, finde ich. Und ich als Fußballexperte. Und Boateng ist einfach eine Abwehrmaschine. Der klärt für Deutschland immer. Dann nur uns anziehen. Das machen wir nachher, Leute. Immer easy going. Oh, ich höre jemand. Hallo. Hallo. Hören Sie, da haben Sie gestern jemanden vergessen. Kommen Sie mal mit. Ja, ich glaube, Sie brauchen erstmal einen Hustenbonbon. Ja. Sonst darf ich Ihnen noch was zu trinken bringen. Das habe ich auch. Also ich glaube, ich glaube, den Herrn behalten wir hier. Wir fangen jetzt Eintritt, wir eröffnen den Zoo. Ja, der hat auch Vögel. Also der hat Vögel verscheucht. Hier waren gerade Vögel. Echt? Ja, die sind auch irgendwie durch den Stromausfall kurz reingekommen. Wir müssen bei dem Herrn vielleicht mal am Kopf gucken. Er sagt, er hatte Beule am Kopf. Da vielleicht mal nachgucken. Ja, können wir mal schauen. Na gut. Kommen Sie klar hier, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Jawohl. Ja, super. Schauen wir mal. Ah, endlich frische Luft. Oh, was haben Sie denn hier gemacht? Die riecht aber auch streng. Was soll denn das heißen? Also ich muss ja echt mal sagen, Sie sind immer ein bisschen auf Krawall aus, ne? Zuerst wegen meinem super schicken grauen Anzug, den ich wechseln sollte. Also nee, das muss ich mir echt mal merken, ne? Ach komm, ich hier bin eine Entschädigung. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal hier raus. Puh. Ja. Was wollen Sie denn? Hier, nee, warten Sie. Also am liebsten hätte ich gerne in Miegelnagels neues Auto 50.000, wenn wir es geben könnten. War alles kein Problem. Die ballern richtig, Mann. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Noch einen schönen Tag. So, dann sind go. Wir wieder weiter. Ja. Macht's gut. Gigi, komm mal online, Mann. Ayodel. Ich will Staatsanwalt werden. Ich weiß. Der hatte schon ein Problem mit mir, weil der hatte nämlich genau den gleichen Anzug wie ich und da habe ich den $700 gezahlt, damit er sich einen anderen holt. Oder $100? Ja, wir Cops haben's ja. Bist du Rekrut noch, oder was? Ja, vorgestern angefangen. Okay, ja, das wird schon. Bist du glücklich? Ja, ich hoffe. Ja, also ich habe es mir am Anfang dachte ich so, okay, nach den ganzen, wo ich im PD saß, die Kollegen waren ein bisschen mürrisch da vorher. Ja. Und jetzt, wenn man die Kollegen dann so kennenlernt, ich bin positiv überrascht. Also bester Mann im PD, das heißt ganz offen und ehrlich, bin ich. Nein, Spaß. Der beste Mann im PD ist der Carsten, Mann. Auf den kannst du immer Verlass, hast du immer Verlass. Ja, mit dem habe ich auch gestern sehr rumgerätselt, wer das wieder war. Ich meine, im Innerlichen können wir uns denken, wer es war. Weil vorher die Roten und die Grünen haben sich im Norden der Stadt getroffen mit den Bikern, beim Larry's. Und da sind wir dann langgefahren, haben das beobachtet. Und ich glaube, eine halbe Stunde später war dann der Angriff auf Driver's Paradise. Okay, pass auf. Wir machen das so. Hast du schon mal Person? Oh. Ist es besser? Hallo? Wahrscheinlich. Nochmal besser. Ist es besser oder schlechter? Nee, immer noch gleich. Moment. Die Bonbons sind die lutschen. Jetzt? Jetzt ist es besser.
Machen wir mal eine allgemeine Personenkontrolle. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Ah, guck mal, die Dame in Rot hier. Ah, will auch gerade gehen. Hallo. Hallo. Können Sie nochmal aussteigen, Ma'am? Abend, Tag. Ja. Okay, let's go. Guten Was? Tag, LSPD Dienst Nummer 57, allgemeine Personenkontrolle. Jawohl. Ich hätte gerne einmal Ihren Ausweis, bitte. Ja. Ja, Frau Price. Oh. Eine allgemeine Frage, waren Sie gestern hier im Starte? Ja. Okay, haben Sie was von der Schießerei am Driver's Paradise mitbekommen? Nein. Okay. Aber hier waren Schüsse. Ja, das haben wir auch mitbekommen. Vielleicht steht das auch im Zusammenhang mit dem Driver's Paradise hinten. Wir vermuten auch, dass die Person sich dort oder dort oben auf dem Dach aufgehalten hat. Aber da sind wir noch am Ermitteln. Tatsächlich war ich nicht in Driver's Paradise gestern Abend. Okay. Aber Sie haben die Schüsse hier mitbekommen, ja? Ja, aber wir war ziemlich dicke Luft und ich habe dann den Stadtpark verlassen. Okay. Wie hoch ist denn der Preis bei Ihnen? Oh nein, den Witz habe ich letztens schon mal gebracht, oder? Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ist Ihre Dienstnummer? Meine? Mhm. 99, warum? 99, ja, ich werde da mal, glaube ich, zum PT gehen, ne? Ach, ist doch ein Witz. Ich habe eine Entschädigung, warten Sie mal. Brauchen Sie? Danach mache ich es sofort, ja? Komm, okay, so. Ja? 57 Ende. Zigaretten sind teuer. Mhm, bitte schön. Dankeschön. Also, ich lasse den Witz jetzt, tut mir leid. Mhm. Ist schon gut. Gut, dass ich Spaß verstehe, ne? Ja, da habe ich ja Gott sei Dank die richtige Person erwischt. Einmal haben Sie jetzt nur gut. Okay, einmal? Den nehme ich mir dann für nächstes Mal auch, okay? Okay, ja. Aber Sie haben nichts gemerkt oder Sie haben nichts gehört von den Schüssen oder. Also nur für Driver's Paradise weiß ich nichts, nein. Okay. Und hier waren hier mehrere Schüsse oder einer? Nein, mehrere. Über einen längeren Zeitraum. Aber ich habe niemanden gesehen. Ich hatte sehr dicke Luft. Ja, passen auf Sie auf, ne? Ist halt. Oh ja, mir passiert schon nichts. Was ist das jetzt? Geiler Helm, Mann. Aha. Kennen Sie den Herrn? Ja, ich konnte. Ich wurde ja, gerade kontrolliert, ne? Sorry. Und, ja. Sie können jetzt weiterfahren. Ja? Wollt Sie nicht aufhalten? Ein Kollege, ne? Ja, das ist dann wohl so. Wie, warten Sie? Kollege, arbeiten Sie auch bei der Polizei? Ja, für die 76. 76? Wie lange sind Sie denn schon da? Seit vorgestern Abend. Ach du, warum sind Sie denn im Dienst? Wollte ich eigentlich gerade, aber sie kontrollieren gerade meine Freundin, wo ich gerade meine Sachen alle im Kofferraum habe. Ich muss mir erstmal meine Wasserflaschen und so nehmen. Oh, okay. Kannst du dein Auto nehmen und ich nehme meine Barty? Ja, können wir auch. Was haben Sie denn gezahlt für dein Motorrad? So wie sie da steht, inklusive Lackierung 28. Echt? So günstiges Motorrad? Aber ist gefährlich, oder? Wenn man damit umgehen kann, nicht. Das stimmt. Ja, schön. Geil. Na gut, dann wünsche ich beiden noch was, ne? Wir sehen uns und genau. Wie gesagt, einmal dürfen sie noch, ne? Man sieht sich, ja? Mhm. Tschüss. Tschüss. Der Herr zeigt mir noch seinen Ausweis. Ja. Er findet ihn, glaube ich, nur gerade nicht. Sir, Sie müssen in Ihren Taschen nachgucken, ne? Richtig innen drin. Jetzt habe ich ihn gefunden. Sehr gut. Genau. So, 57, können Sie den Namen nochmal wiederholen? Komm. Ja, einen Moment kurz. Ihr Ausweis schon mal wieder. Danke. Ja, einmal die Benita Price. Komm. Wie lange sind Sie schon hier, Sir? Kein Moment, check ich durch. Im Start. Heute Vormittag. Hey, haben Sie einen Führerschein schon gemacht? Nein, noch nicht. Hast du immer blaue Schuhe, ja? Das ist immer so, das kriegt man im Flugzeug immer. Ja, genau.
Aber gut. Aber ich finde sie stylisch. Ja, sie sehen cool aus. Also. Ist jetzt nicht so was für mich, aber steht ihnen gut mit dem blauen T-Shirt. Find's auch gut, dass sie sich direkt umgezogen haben. Die meisten laufen ja noch immer in den weißen Klamotten rum, in diesen Flugzeugklamotten, wissen die da? Ja, genau. Da zum Beispiel. Ja, genau. Und was wollen sie so beruflich machen? Die haben sie schon. Nur in zwei Fällen Zeuge. Nein, noch nicht. Ansonsten liegt nichts vor, kommen. Okay. Gut, so wie ich höre, könnten sie dann jetzt auch weiter. Einmal den Helmut Hinterbauer, okay, danke. Kommen. Ne? Wünsche ihm was, ja? Gleich vor. Ihnen liegt nichts vor, der ist heute erst eingereist. Ah, okay. Einfach immer auf die Schuhe achten, wenn die blau sind, ist das 95% immer neu in der Stadt. Weiße Klamotten, okay. Und blaue Schuhe. Ja? Okay, gut. Aber ist auch keine Garantie. Ja. Okay. So verstanden, 57 Ende. Hast du denn schon die Grundausbildung machen können oder so? Tschüss. Ja, die habe ich mit. Die habe ich mit dem Herrn Martinez gemacht. Auch mit dem davorstellen, dahinterstellen, den ganzen Gedöns. 99 für 89 kommen? Ja, genau. 99 hört, komm. Bildet ihr beide eben die Streife 1 und bleibt draußen, komm? So verstanden, wir wechseln dann eben das Fahr-. Ja, oder auch nicht. Ja, so verstanden. Dann könnt ihr nämlich gleich was übernehmen und zwar oben Sandy Shores, da ist ja der Alamosee direkt drüber und da ist so ein kleiner Zipfel, da ist ein LKW-Fahrer, der seine Ladung abladen wollte, der ist wohl umgekippt, könnt ihr euch das mal anschauen, sogar notfalls abschleppen, komm? Wo genau bitte? So. Wo genau denn? Wo genau bitte? Sobald ihr euch als Streife 1 anmeldet, kann ich euch einen Dispatch setzen, gar kein Problem. Schon erledigt. Komm. Okay, dann sende ich euch eben einen Dispatch, fahrt den mal an. Leitstelle Ende. Ach, schon wieder ein LKW-Fahrer, herrlich. Ja, das ist halt, ne? Das Geile ist, wenn du Detective bist. Dann musst du solche Sachen machen. Aber ich mach das ja gerne. Ja. Wo ist er denn? Ah. Sandy Shores. Ah. Eigentlich brauchen wir einen Streifenwagen, aber fahren wir eben dann mit dem Ding hin. Dann wechseln wir den danach. Okay, Hustenbonbon. Ja, das wird noch oft passieren. Ist es besser? Ist besser. Und wo kommst du so her? Aus Deutschland. Bin dann hier eingereist. Und bist dann direkt zur Polizei? Nee, ich bin seit dem 2.6. hier, war dann kurz Müllmann. Und dann habe ich mir ein bisschen die Stadt mal so angeguckt. Ja, und danach wurde ich halt von den Gelben angeschossen, beziehungsweise mein Müllwagen. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, vielleicht probierst du es mal. Weil Interesse hatte ich schon, zur Polizei zu gehen. Und dann hat es auch geklappt. Ja, bringt auch am meisten Geld, ne? Was es bringt mit den Gangs. Ja, Geld ist auch gut, das stimmt. Aber warum haben die auf deinen LKW geschossen? Hustenbonbon wieder. No. Liegt am Fahrtwind, Mann. Es ist halt, ey, dieses Plug-in, ne? Ich krieg noch einen Herzinfarkt deswegen. Ist es besser? Ist besser. Das liegt daran, sobald ich schnell fahre, kommt der Fahrtwind. Okay, ja, gut zu wissen. Und warum haben die auf dein Auto geschossen, auf den LKW geschossen? Du weißt doch, wo die ihre Hut hatten, ne? Und das wusste ich als LKW-Fahrer nicht. Ich wollte eigentlich da Müll einsammeln. Bin da angefahren und ja, dann haben sie direkt auf mich geschossen. Idioten. Ja, das meinten die Officers, die das aufgenommen haben, dann auch. Weil ich hinterher eigentlich cool mit denen war. Ja, das ist gut, weil man konnte halt immer deeskalieren, wenn was passiert ist, weißt du? Ja, das stimmt. Es ist gut, wenn man immer im PD jemand hat, der mit irgendjemandem gut ist. Und wenn so Gangs irgendwie durchdrehen oder so, weil dann kann derjenige hingehen und... Hast du... Seit wann bist du? 2 Tagen jetzt im Dienst? Ja, genau. Hast du das mit der Schießerei mitbekommen, mit der Grove und den Roten?
Beiläufig. Ich habe gesehen, da war ich im Krankenhaus, da haben die Grünen sich am Parkhaus und überall aufgestellt. Und dann bin ich schnell ins Hotel gegangen. Das waren tatsächlich wegen uns, weil wir dann Einsatz. Es steht halt auf dem Anhänger drauf. Oh. Das habe ich auch mal gemacht und dann bin ich runtergefallen und war im Krankenhaus. Oh, das ist schlecht. Willst du das machen? Ja, mega, können wir machen. Ja, let's go. Hallo. Ah! LSPD 57. Einmal bitte vorher Ihren Ausweis, bitte. Oh, das sah so schmerzhaft aus. Moin, Leute. Hallo. Ja. Ja, Sir, Ihren Ausweis einmal zurück. Wie ist das denn passiert? Folgendes. Okay, inwiefern zu schnell gefahren, Sir? Naja, beim Rückwärts dann, beim Wenden, dann ist der Anhänger manchmal ein bisschen komisch drauf, verstehen Sie? Das Übliche, ja. Ja, Ihr Lastwagen funktioniert aber noch, ja? Ja, der funktioniert noch. Hat ein paar okay. Katschen abbekommen, aber er fährt noch. Leitstelle, wird die 99 kommen? Leitstelle gerade beschäftigt, die 33 übernimmt, mal kommen. Nur kurzes Status-Update, wir sind jetzt bei dem Unfall bei dem Einsatz-Dispatch eingekommen und fahren jetzt gleich wieder Richtung Downtown Code 1. So, verstanden. Ja, okay, dann machen wir das mal schnellstmöglich, dann können Sie weiterarbeiten, Sir. Dankeschön. Mit dem Anzug fahren Sie... Hey, dankeschön. Sie fahren mit dem Anzug LKW? Ist Ihnen, haben Sie nicht Angst, dass der dreckig wird? So. Ach, davon habe ich so viele, ich muss immer gut aussehen. Ja gut, dann das ist eine Einstellung. Wir fangen dann mal mit dem Gesicht an. Sie gehen doch auch mit dem Anzug zum Polizeidienst, oder? Ja, aber ich mache mich ja nicht dreckig, dafür habe ich ja den Kollegen. Das ist so ein Sklavenarbeiter von Ihnen, oder was? Nein, das ist ein guter Partner. Achso. Ja, ich liege Ihnen zu Füßen. Ne, jeder Cop bei uns ist ein guter Mann und ich bin auch stolz darauf, dass wir so eine tolle Truppe haben. Ne? Ja, das stimmt wohl. So, dann wünschen wir noch eine angenehme und sichere Weiterfahrt und passen Sie nächstes Mal auf, dass Sie nicht nochmal den Anhänger umkippen, ne? Ja, oh, nee, das ist vorsichtig so rückwärts fahren. Das passiert mir nie wieder. Ne? Alles klar, wenn ich Sie nochmal dabei erwische, dann kriegen Sie einen Kaffee. Komm, ich schläge, ja. Oh, einen Kaffee. Nee. Ne? Wir haben so ein Premium-Programm bei der Polizei, immer wenn wir Verkehrssünder finden, die beim zweiten Mal kriegen Kaffee und in dem Kaffee ist dann Gift. Ach, will ich dann die auch nicht haben. Also, aber Ihnen geht's gut? Haben Sie irgendwie, ist Ihnen alles in Ordnung? Brauchen Sie Mediziner oder so? Nee, ne? Nee, soweit geht's mir gut. Nur ein bisschen kacke jetzt, weil ich Stress mit meinem Boss habe. Naja. Ja. Ja, ja. Ja, aber das kann ja jedem mal passieren, so. Gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg, ne? Wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt, ja? Alles klar. Eben. Tschüss. Schönen Tag noch. Zu schnell rückwärts gefahren. So schnell geht's. Tja. Sag mal, weißt du, ob das SD eigentlich noch auf hat? Soweit ich weiß, ich habe mit einem John O'Sullivan gesprochen am Stadtpark. Und der meinte, im Moment ist das wohl zu. Der hat da, ich weiß nicht, ob der was zu sagen hat oder ob der einfach nur da Officer ist oder wie man das nennt. Okay. Und der hat gesagt, die sind aber wohl dran mit der Stadtverwaltung am Reden, dass wohl das bald wieder eröffnet wird. Danke. Okay. Das ist auch mal hin und her mit dem Laden. Mann, Mann, Mann. Ja, einer ist ja wohl immer jeden Tag da mit so einer etwas grünlicheren Hose. Ah. Wollen wir mal besuchen gehen? Gucken, ob er da ist? Ja, der ist bei uns unten. Ach so, stimmt. Ja, ja. Hast recht. Soll ich dir mal einen historischen Ort zeigen? Pass auf. Ja, klar, warum nicht? Ich erzähle jetzt eine Geschichte, okay? Das okay. Ist eine Cop-Geschichte. Dann siehst du, was Cops so machen. Du siehst ja diese Lagerhalle hier, ne? Ja, richtig. Hier standen damals, genau wo wir gerade stehen mit dem Auto,
8 Ex-Polizisten. Ne? Okay. 8. Einer davon war ich. Und ja, wir haben einen der krassesten Fälle aufgedeckt, und zwar, dass der ehemalige Chief, Herr Malone, ganz viel Dreck am Stecken hatte. Der war, hatte mit Gangs zusammengearbeitet, alles. Dann standen wir hier und wollten das mit dem Richter klären. Ne? Wir wollten den absetzen lassen. In dieser, oder in jener Nacht ist ein Hubschrauber hier aufgetaucht vom LSPD und hat die Ex-Cops, also uns, 8 Männer, unter Beschuss genommen. Wir mussten alle fliehen. Manche wurden geschnappt. Und dann, als wir am Hafen waren, wir sind runter zum Hafen geflohen, musste sich ein Cop sogar opfern, damit ich abhauen konnte. Und letztendlich haben wir es geschafft. Der Typ wurde tatsächlich abgesetzt. Aber es gab sehr viel Blutvergießen bis dahin. Das ist dieser Ort hier. Genau hier. Oh, das hört sich ja sehr beschissen an. Das ist ja... Das meinte der Ralf also, wenn er noch einmal einen sieht mit Korruption, dann wird er ihn kennenlernen. Richtig. Also, es sind viele Gangs in der Stadt und die Gangs machen einem auch mal... Funkst du? Streife 1 hört. An den Docks unten da, wo die Boote anlegen und ablegen, da ist wohl er zu einem kleinen Zusammenstoß gekommen und ein Kutter liegt jetzt wohl seitwärts. Könnten Sie der Küstenwache da mal ein Dispatch dranhauen, dass die sich darum kümmern, dass die das dann mit der Frau weiter klären können? Das ist die Frau Price, die Sie gerade genannt hatten. Die wartet auf Sie, dass Sie da eventuell was machen können. Komm. Streife 1, so verstanden, komm. Sehr gut. Würden Sie vor Ort sein, geben Sie einfach mal Status durch, ob da was zu machen ist oder nicht. Das wäre dann sehr, sehr gut. Gleiche Länder. Ja, dann spielen wir heute Abschleppdienst. Ich denke, ich brauche einen Hustenbonbon, oder? Nö. Oh. Ja, also das Ding ist halt, die Gangs, die zahlen dir halt sehr, sehr viel Geld dafür, dass du eine Information droppst. Es können auch mal 50.000 sein, das ist sehr verlockend. Aber wenn du das annimmst, bist du gebrandmarktes Kind, weißt du? Deswegen... Hm. Ja, dann bin ich nicht besser als die. Nö. Aber das ist es mir irgendwie nicht wert. Ja. Wenn die Stimmung so bleibt. Also, ich habe auch mal Scheiße gebaut, bin ich ganz ehrlich. Hab mit einer Gang was zusammen gemacht, was auch nicht richtig war. Hab dann meinen Job verloren, was auch richtig war. Aber ich habe mir dann hart erkämpft zurückgeholt, weißt du? Ja. Aber warte mal, sind die jetzt weg und Kingston? Ja. Ja, die hauen ja alle ab und dann kommen die irgendwann wieder und dann sind sie wieder weg. Wer war das? Oberstaatsanwältin? Mhm. Oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Die war am Heulen wegen dem Palmer. Echt? Ich glaube Wiebke, irgendwie sowas. Ja, ich kann da nichts zu sagen, weil ich hatte mit dem Palmer nicht so viel zu tun. Mhm. Wer aber gefährlich ist in der Stadt, sind die Roten, da musst du ein bisschen aufpassen, weil die machen gemeinsame Sachen mit Bennys und so weiter. Ja, das, die Roten, da habe ich den Herrn Pavel Stanis schon kennengelernt. Und? Da habe ich einen Tag als Fischer ausgeholfen, einem Freund. Und er wurde 10 Tage lang nicht erwischt von denen oder angequatscht. Und ich habe 2 Stunden gearbeitet und wurde dann direkt angequatscht. Er wäre in der Gewerkschaft drin, die Fisherman's Friends und... ich könnte ja da eintreten, dann ständig unter dem Schutz von O9 und den Roten und kostet $1.000 die Woche und dann wird mir ja nichts mehr passieren. Ach. Wenn ich das nicht machen würde, dann könnte er für nichts garantieren. Ja, also weil du nämlich genau von den gleichen Leuten, die dir das Angebot machen, eins auf die Fresse kriegst. Ja, das habe ich dann im Nachhinein auch erfahren, weil wir waren vorher schon am Rätseln. Wer die Roten und O9 sind. Und ich hatte den Verdacht, dadurch, dass ich auch mit ein paar Leuten gesprochen habe, so, dass das ein und dieselben sind. Und ja, klar sind das die ein und dieselben, ja. Ja, das habe ich jetzt auch rausbekommen, aber meine Freunde sind, nee, das kann doch nicht sein, dass sie dann so schwafeln und so. Ich so, doch. Ich glaube schon. War das hier, ne? Ja, aber rechts rein. Da, wo die beiden Kräne sind. Ja, warum? Hä? Ach so, oh Mann. Alles klar. nee, ich habe was verwechselt. Gucken wir uns das mal an. Ich bin jetzt nur Beobachter, ne? Du machst das schon. Okay. Und wenn das gut ist, empfehle ich dich. Das ist sehr nett. Was? Achandra, danke für deinen Sub. Ja. Ich park mal einfach hier. Ach, nee, Moment. Wo ist da hinten.
sind sie doch. Streife 1, Code 1, Hafen sind gerade angekommen. Check. Und wo soll jetzt den Kutter seitwärts liegen? Ich sehe links nur zwei, beziehungsweise drei, aber. Wenn du die fragst, wie hoch ihr Preis ist, kriegst du $1,000 von mir. Was für ein Zufall! Was für ein Zufall! So sieht man sich wieder. Ich wollte wegfahren und dann hat der Honk seinen Kutter ausgepackt in meinen Kutter und jetzt liegt mein Kutter auf dem Dach. Wo? Wo? Nein, tut uns leid. Das andere Boot kann nicht reinfahren, weil mein Kutter da vorne auf dem Dach liegt. Neben also, der also da steht ja der Kutter, der hupt. Ja, und rechts davon, und ich meine, ich kann da mal hinschwimmen und Ihnen das zeigen. Ma'am? Ja. Ma'am? Ja. Der rechte Kutter, ne? Der da. Ja. Oh mein Gott. Der jetzt gerade reinfährt oder der da? Der dahinter steht. Der einfach nur da steht. Wie steht der da in Ihren Augen? Parallel zu dieser Kante da? Ja, er steht aber nicht auf dem Dach, oder? Also. Nein. Boah. Okay. Ja, ich gehe da, wenn der Kutter weg ist, dann gehe ich mal zu meinem Kutter und dann. Ma'am, ich glaube, beim besten Willen, Sie müssen vielleicht mal sich die Augen waschen gehen. Ja. Sie sollten nicht so mit mir sprechen. Bitte? Ja. Ich sehe doch, was ich sehe. Vielleicht sollten Sie sich die Augen waschen. Der zirkelt da um meinen Kutter rum. Ich habe aber gerade die Mem gefragt, die hinter mir steht, und die Mem sagt auch, dass der Kutter eigentlich so da so steht, wie er da steht. Ja. Ja, jetzt brauchen sie ja nicht zu weinen, jetzt ist er. Das wird schon alles. Ja. Okay. Dann entschuldigen Sie bitte, sehen Sie da einen Kutter auf dem Dach? Neunundneunzig, verstehst du ihn? Nee, sie müssen reden. Auch, aber ich glaube, Alice Customs kann da helfen, das hatte ich auch mal. Da lag hallo? Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Oh mein Gott, wir müssen Bomben. Oh, richtig. Oh, eine Sekunde. Und stellen Sie Ihre Hupe gleich mal ab. Das ist ja grässlich. Ja, was tun wir jetzt, wenn... Wollen Sie es mal versuchen, ganz kurz, dass Sie mal ganz kurz, Ich trau mich halt gar nicht zu sagen. Draufklettern? Nee. Dass Sie vielleicht mal ganz kurz Ihre Äuglein waschen, kurz vielleicht. Und wenn Sie wiederkommen, wir warten kurz hier, vielleicht, dass es dann... Ist Ihnen nicht bewusst, dass ich auf dem Kutter war, als er gekippt ist, ne? Vielleicht ist das auch der Schock jetzt. Also ein Powernap. Ja, das war ja, vielleicht mal zur Beruhigung. Okay. Check. Wir warten kurz hier auf Sie. Ach ja. Ach, so geht das. So, könnt ihr mich verstehen? Nein. Ja, immer noch Hustenbonbon. Oh, fuck. Ach, der Stuntman ist da drüben, guck mal. Ich gebe ihn mal Ricola. Wo? Ist es besser? Nicht? Oh, sag so was? Hallo, hallo? Nein. Noch ein Ricola. Also der Powernap hat nichts gebracht, ne? Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja. Soll ich mal versuchen, vielleicht an das Boot ranzukommen? Ja, ich würde sie begleiten und ihnen zeigen, wo das ist. Ich guck zu. Hören Sie mich jetzt oder verstehen Sie mich? Ist es besser, ne? Das hat einfach eine Runde auf diesem Server gemacht, das ist unfassbar. Sorry. Warten Sie! Mal vorsichtig, ja? Vorsichtig.
Ja, und jetzt? Sehen Sie sie jetzt? Ich sehe die Mem, ja. Mein Kollege springt rein, ich bin nur zum Beobachten hier. Okay. Aber wisst ihr, wo haben Sie Ihr Funkgerät? Ich will es gar nicht wissen. Das liegt hier drauf. Kannst du das mal festhalten? Ja, bitte? Geht alles. Mal. Ja. Okay. Dankeschön. Wo ist die Dame hin? Da. Okay. Okay, 3, 2, 1, sag, yay! Wäre jetzt gemein, wenn ich wegfahren würde, oder? Mit seinen Klamotten. Weißt du, ob er das so lustig finden würde? Staffel 1, für die Leitstelle kommen? Ja, Staffel 1 hört. Wie lange können Sie Streifendienst noch machen? Komm. Kommt auf das Geld an. Nee. Also geht mal ein bisschen, ja? Ja, ein bisschen läuft. Sonst würde ich Sie bitten, nochmal das PD anzufahren, einen Rekruten einzupacken, dass ihr zu dritt seid. Guten Tag, Officer. Und der Fahrt auch von meiner Seite. Kein Problem, wir kommen gleich. Wir machen das ja mit dem Fisch, Fischkutter dann noch. Bleibt trocken, ne? Ja, sicher. Ne? Leitstelle Ende. Was machen Sie denn hier? Ah! Ja, heute ist irgendwie Murphys Gesetz bei mir. Ich habe keine Ahnung. Warum haben Sie nichts an? Weil ich erstmal meinen Fischkutter zur Seite schaffen musste und da bin ich auch ins Wasser gesprungen. Oh. Was ist kalt? Ah, hier. Erfrischend! Ah, deine Klamotten da. Dankeschön. So, hat doch alles geklappt, Mem, oder? Mhm. Sehen Sie. Aber. Ich bin irritiert, sehen Sie hier auch einen nackten Mann? Fragen Sie nicht, der war auch vorhin im Krankenhaus ganz allein eingesperrt und den Raum hat sehr. Aber das ist mit doch. Mit Vögeln. Der Herr, der gerade sein Boot in meinem Boot geparkt hat. Genau. Also wenn Sie den jetzt verprügeln, ich habe nichts gesehen. Nee, ich verprügel niemanden. Ich möchte mich auch dafür sehr herzlich entschuldigen. Ja, die Polizei konnte mir helfen mit Hustenwache. Jetzt können sie rausholen. Und hier, ich denke mal, 20 Euro als $20 als Entschuldigung. Immer noch Hustenbonbon, Sir. Dankeschön. 20? Nein, jetzt ist unpassend für den Spruch. Dann wünsche ich noch mal angenehm. Okay, ich bin dann... Aber ich kann mir schon vorstellen, was Sie jetzt sagen wollten, ne? Bis später! Das können Sie sich nicht vorstellen. Nein. Geil, hey, komm mal hier rein, oh Junge, du willst wieder Jeep, Alter, komm online! Ey, warum hast du komische Schuhe an, Mann? Ich weiß es nicht. Scheiße! Was hast du mit meinen Schuhen gemacht? Vergrößert? Ja, du musst mir am besten gleich mal im, wo sind deine am besten gleich mal. Danke nochmal! Bitte! Ja, bitte! Ohne Schuhe! Danke! Och Mann, Curry! Hur auf! Ja, fahr mal kurz ins PD und hol noch den anderen Rekruten, ne? Hast du ja im Funk nicht hören können, weil du ja kein Funkgerät gerade hatte. Wir sollen da jemanden abholen. Da kannst du am besten dich mal umziehen. Ich fahr auch einen anderen Wagen. Ich glaube, das wäre besser. Ich bin einfach nur Beobachter. Okay. Hur auf, Mann, Kubi, hur auf! Aber die sind schon bequem in der Größe. Ja? Ja, sollte man vielleicht mal zu absprechen. Ach, da ist der Stuntman. Aha. Hey, Bowlingkugel. Oh. Bitte fall hin, bitte fall hin. Ah, schade. Ah, vielleicht überfährt er ja das Stoppschild. Haben wir einen Grund. Ach, der ist ein Lieber. Ja, Montag macht manchmal komische Sachen. Montag will er mir und dem Carsten eine Stuntshow vorführen. Oh. No, ich habe ihm gesagt, auf dem Testgelände und er fährt halt hier rum. Boah, Alter, was? Ich glaube, jetzt hat er seinen Stunt. Geht's dir gut? Oh! Ich glaube, wir brennen.
Lass Scheiße raus! Renn! Leitstelle für Streife 1, komm! Hört, komm. Wir haben da ein technisches Problem. Könnten wir eine Abholung haben und die Medics bitte auf der Brücke am Pier? Am Hafen. Ja, Abholung ist dringend! Unterwegs. Was hast du gemacht? Hallo? Hallo? Sir, geht's Ihnen gut? Ich glaube, das war's mit der Karriere. Hallo? Der Puls? Der Puls schlägt noch. Ah, mach mal stabile Seitenlage. Mein Anzug, wie dreckig. Warte mal. Nee, Spaß. Ich helfe mal hier. So. Scheiße. So. Was zur Hölle? Meinst du, die Absperren funktionieren noch im Auto? Ich glaube nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht, was passiert ist. Das Auto ist irgendwie hängen geblieben und ich bin dann gegen diese Säule gefahren. Und dann ist er hinter uns gefahren und ist dann übers Auto geflogen, sein Motor. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das ist öfters, das hat was mit der Lenkung zu tun bei dem Kackwagen. Das war der Final Stand. Ja. Ach du Scheiße, Mann. Ich glaube, am Montag wird was mit dem Stand. Streife 2, bitte nochmal genauen Standort für Anfahrt bekannt geben. Streife 1, wenn ihr in Richtung Hafen über die Brücke fahrt, da sind wir auf der Brücke. So, verstanden. Ich habe gerade so eben seine Stuntkarriere beendet. Sir? Hören Sie uns? Boah. Ey, das. Hoffentlich hat er sich nicht das Genick. Hat er eine Maske auf? Oder hat er sich das Gesicht. Angepinselt. Ach, Mann. Oder das ist eine Maske? Ich weiß es nicht. Gibt es solche Masken? Keine Ahnung. Ah, zumindest die Medics sind schon mal da. Das ist ja schon mal. Alter Schwede, Alter, das muss unbedingt ins Best-of. Leute, übrigens, ihr könnt gerne Clips auf Twitch machen von den ganzen Streams, dann mache ich da mein Best-of raus. Hallo. Hallo. Fragen Sie nicht. Wir hatten ein Problem mit der Lenkung. Der Mann ist über unser Auto geflogen. Sir? Ich glaube, das Motorrad sollten wir abschleppen lassen, oder? Ja. Ah, okay. Und das Auto, glaube ich, auch. Ja. Ich nehme mal die Sachen da raus. Ja. Ja, okay. Soll ich fragen, wieso? Warum? Besser nicht. Nein. Hat das Fahrzeug gerade hier im Geländer festgesteckt? Ja. Ah, okay, $10. Und derjenige, der da liegt, ist hinter uns gefahren. Unser Wagen hat sich seitwärts und dann ist er drüber der geflogen. Stuntman. Ja, und das Ding ist halt, sein Motorrad hat Feuer gefangen und unser Auto auch. Okay. Den Stuntman kennen wir schon, der war den ganzen Tag schon im PD. Also das war schon, seinem Namen alle Ehren gemacht, ja? Alter Schwede. Krasser Typ. Geht's dir gut? Ich bin gerade auf jeden Fall bewusstlos und deswegen erstmal die Frage, wo Sie denn Schmerzen haben. Im ganzen Körper. Im ganzen Körper? Ich glaube, ich bin auf dem Feuerball geritten. Also so wie das aussah, ist der Herr direkt mit dem Kopf als erstes aufgeschlagen. Ich weiß nicht. Gott sei Dank hat er einen Helm. Ich bin schon mal froh, dass er einen Helm auf hat. Ich würde den Herrn auf jeden Fall trotzdem mitnehmen wollen und den müssen wir einmal durchchecken. Ja. Oh mein Gott. Am besten auch Röntgen wegen dem Nacken. Ja, das sowieso. Gut, dann schmeiße ich Sie mal auf die Trage, dann kommen Sie mit ins Krankenhaus. Warten Sie mal nach. Sie aber genau durch. Haben Sie eine Kippe? Nein, jetzt gehen Sie erstmal ins Krankenhaus. Ich glaube, das ist nicht gut das jetzt ist so. Jetzt erstmal Nebensache. Okay. Wir machen uns da mal von dann, oder? Ja, würde ich sagen. Keiner hat was gesehen. Das hätte man filmen müssen, ohne Witz. Ja. Ei. Alter, das war so geil jetzt. Für sowas liebe ich GTA. Aus dem Nichts passiert halt sowas. Das ist halt richtig geil. Film haben wir. Manchmal hat man aus so langweiligen Situationen solche Momente, ne? Tut mir leid, ey. Unser Auto hat gerade gebrannt, alles, aber ich hab mir in die Hose gepisst vor Lachen, weil es ausgerechnet ihn getroffen hat.
super. Es hat halt ausgerechnet ihn getroffen. Situationskomik, ey, wie herrlich. Oh Mann. Ja. Aber ich bin damit ganz zufrieden, ich habe $10 verdient. Ah. Der Kollege hat gesagt, ihr seid ins Wasser gefahren, ich habe gesagt, ihr seid ins Geländer gekracht. Ja, wer hatte gewonnen? Die 76, der Beifahrer. Okay, die 76, der von mir auch noch einen Zehner. Sehr gut. Schweigegeld, hat nie einer gesehen. Yep. Diesen Einsatz gab's nicht. Schön. Welchen Einsatz? Walter, bist du heute Abend auch noch da? Ich bin heute bis 18 Uhr ungefähr da. Okay. Warum? Ja, dann erzähl ich's dem Carsten nachher, wenn der kommen sollte. Ach so. Oh ne, bitte nicht. Weißt du, wie oft ich schon Polizeiautos bei einem Einsatz abgeschleppt habe? Wir hatten mal eine Festnahme der Grünen mit alles gepanzerten Fahrzeugen und alles, und dann habe ich erstmal unseren Wagen abgeschleppt. Ach, deshalb hatte der gestern so Angst, wo ich gesagt habe, ja, ich kann den abschleppen. Ja, ja. Moment, ich fahre jetzt weg. Ja, 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 ja. Ich glaube, da liegt an. Ja, ist meine Schuld. Aber das erzählt er jedem, also das weiß sogar ich. Oh Mann. Ja, mit dem Carsten habe ich die geilsten Sachen schon durchgelebt. Der ist halt mein Bruder, so weißt du. Black and white, ja. Ja, richtig. Oh, wem ist denn das schicke Auto da? Der blaue? Ja. Ist mein, aber ich will den jetzt umlackieren eigentlich. Ich will jetzt mal einen LG holen, der kostet 150.000, aber dauert noch ein bisschen. Ja. Ja, ich zieh mich mal um und so. Ich geh mir mal gerade die Power Ranger Schuhe wechseln. Ja, wenn eine Idee. Gibt es nachher eine Verwechslung mit der Grove? Ja, ich weiß auch nichts. Vielleicht eine mit höherer Rang hier. Ich kann reden mit denen. Ha? Ich weiß nichts, was ich machen soll. Ha? Ich weiß nichts. Die ganze Stadt hier geht unter vom Boden. Hm? Der grüne Hose. 99, vielleicht kannst du den Herrn mal. Also, wir können mal. Kommen Sie mal ganz kurz mit. Hallo. Sir. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie raus, dann kann ich wenigstens die Zigarette rauchen. Ich kläre das eben hier, ja? Ja. So. Also ganz kurz, ein kleines Briefing. Der Herr sucht den Herrn Coleman. Wir haben ja über das Straßengeflüster gehört, dass dem was zugestoßen sei und dass er verstorben ist. Der Herr sagt, er war bei den Medizinern und so weiter, die können das alle verneinen. Also der soll nicht gestorben sein. Sagt okay. Er. Wie das wir ist seine Aussage. So, und jetzt sagt er. Ja, wie das sein kann, dass das keiner weiß, und wir arbeiten ja mit dem IAA zusammen, dass wir nicht wissen können, warum die das gemacht haben, weil uns wurde ja nicht Bescheid gesagt, nichts. Also das ist ja auch nur Straßengeflüster. Er meint aber, er hat das mit eigenen Augen sehen können. Ihm ist davon auch ja schlecht geworden, er ist umgekippt, Kopfschmerzen gehabt und hat so gesehen, ja, was gesehen, aber dann gleichzeitig halt auch nicht, weil er halt, ja, umgekippt ist. Und sie gehören zu Bros. Ich genau, weiß nichts, was ist diese Grove Street, ha? Ich bin vor 3 Tagen gekommen von Afrika hierhin zu meinem Enkel, den Coleman, ha? Ja? Ich weiß nichts von dieser Grove Street oder wie heißt auch immer. Wie heißen Sie denn? Können Sie mir mal den Ausweis zeigen? Ja, Ayodele Olekwe. What? Ayodele Olekwe. Olek? Le? Ayodele Olekwe, warte, ich gebe meinen Ausweis. Ausweis Mann, bitte, bitte. Ich weiß nichts, was hier falsch läuft in dieser Stadt, ha? Ich weiß nichts. Wo kommen Sie denn? Zeit kommen aus Afrika. Sind Sie in einem Stamm oder warum haben Sie so eine Kette um? Ja. Ja. Das ist mal keine Information. Nehmen Sie mal einen Hustenbonbon. Hier, Ricola. Es hilft immer. Ach Mann, hör auf! Was du reden hier mit mir, ha? Du magst dich lustig über mich jetzt, ha? Nein, ich habe letztens einen Werbespot gesehen, da hat man das immer gesagt. Ja, mir scheißegal, ich suche nur meine Enkel. Also, Sie sind der hier. Opa von Herrn Coleman? Ja. Ja, dann fahre ich gleich mal mit Ihnen zur Grove Street und dann gucken wir mal, ob Sie da vielleicht irgendwas wiedererkennen. Ich war denn da, ich bin doch heute da aufgewacht. Ja, dann zeigen Sie mir mal, wo Sie aufgewacht sind und wo alles passiert ist, dann brauche ich nämlich eine Aussage von Ihnen. Ja, okay. Kriegen Sie da hin? So, kein Problem, ja. Ja, warum sind Sie haben so einen leichten aggressiven Unterton. Ja, weil ich verstehe nichts, was hier läuft in dieser Stadt. Ich komme vor 3 Tagen hier von Afrika hierhin und keine sagen mir, was passiert hier. Ich habe keine Ahnung.
alles machen, was sie wollen hier. IAA kommen, FBI, III, GGG kommen hier alle bei uns in die Straße, alle kaputt schießen. Keiner weiß, was sie hier machen. GGG, was ist das denn? Ich weiß nichts, wie diese Abkürzung heißt. Okay, ja. Warten Sie mal. Sie können mit den Kollegen mitfahren. Du nimmst aber trotzdem weitere, also zwei Kollegen mit, ne? Wollte ich ja machen. Hat nichts jetzt hiermit zu tun. Dann können Sie da mal alles durchsuchen. Vielleicht finden Sie ihn ja irgendwo, vielleicht auch nicht. Ja, und wenn Sie da nichts treffen, könnt ihr ja auch nochmal gemeinsam zu den Medizinern fahren und fragen, was da vorliegt. Genau. Und sollte da wirklich die Mediziner die Aussage haben, ja, dass der noch lebt, ja, dann hätten die das uns mal mitteilen müssen, auf jeden Fall, sowieso. Und dann kann man ja auch sowas wie eine Vermisstenanzeige oder sonst was machen. Dann kommen wir ihnen dann natürlich entgegen, weil es nicht unsere Intention, dass die Leute abtauchen, wenn sie als tot gesagt, wird ausgesprochen, dass die tot sind, dabei leben sie noch. Das ist auch so, kannst du mir mal sagen, was das für ein Staat? Rock. Guck mal, eigentlich musst du zusammenarbeiten von Anfang an, ha? Ja? Von Anfang an, du musst zusammenarbeiten. Warum jetzt einer mag so, der andere mag so? Was ist hier falsch in diesem Staat, ha? Kannst du mir sagen? Ja, ich kann dir nur sagen, dass wir auf jeden Fall daran arbeiten werden, dass die das einfach aus was weiß ich für einen Grund gemacht haben, da nicht mehr für zuständig sein werden. Da kümmern wir uns drum. Wir lassen das sieht halt aus wie Sie so Rock. Überlegen, sie kommen jetzt zu uns und regen sich auf und die haben den Bockmist gemacht. Witziger Drain, so Alter. Gewesen. Ist halt, ne? Ja, aber ich denke von Anfang an, dass du hier arbeitest mit denen. Deswegen ich komme hierher. Ja, denken wir ja auch, aber ja, ich war eben da. Wenn sie jetzt nicht zu uns gekommen wären, sondern wären jetzt einfach irgendwo hingegangen und hätten auch was gemacht, na, dann hätte man sie ja da nicht aufhalten können. Und wenn jetzt die vom GGG, die sie ja gerade meinten, ja, machen, was sie wollen, dann können wir ja auch nichts machen. Wir können jetzt nur dafür sorgen, dass die nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, weil die dann wohl nicht als fähig erscheinen. Ne? Ja, gestern, ich gehe mit meinen Jungs, gehe ich da hinten in diese Gebäude rein. Keiner da, ha? Keiner. Alle machen Mittagspause, ganzen Tag. Mhm. Ja. Ja. Warum du lachen jetzt hier, ha? Warum du lachen? Ach. Was ist lustig? Ich komme von 3 Tagen hier nach Afrika, von hierhin keine da mehr. Ha? Was soll ich jetzt machen hier? Wo aus Afrika kommen Sie denn? Hör auf zu lachen. Och Mann, hör auf. Ich meine ernst, hör auf. Hör auf damit. Wo genau her kommen Sie denn aus Afrika? Ich sag nichts mehr mit dir. Hör auf. Okay, wir fahren dann mal dahin jetzt. Wir fahren jetzt. Komm. Ja, okay. Ja, ich nehme mal 2 Jungs mit noch. 33? Kommen. Genau, einmal zur 99 mitfahren. Ist das ein Taxi? Ja, jetzt ich gehe mit meinem Fuß dahin oder was? Kennen Sie eigentlich The Rock? Fahr ruhig, wo du. Geht die Reise? Einmal zur Grove Street. Einen soll man noch mitnehmen, ne? Ja. Oh, Entschuldigung, Sir. Was du magst hier? Warum du mich rausziehen? Ha? Ich wollte Ihnen nur einen schönen Tag wünschen. Einmal so Grove Street. Heißt einer mal Clips bei Twitch runterladen kann? Und woher kommen Sie aus Afrika genau? Eine Stamm in Afrika, ich will nichts sagen, welche. Warum? So, ich will nichts sagen. Warum? So, weil ich will nichts sagen. Was? Aus persönlichen Gründen. Was nichts sagen? So, woher ich komme, welche Stamm. Warum? Und, aber haben Sie einen Job, Herr Dölelele? Nein. Nix Dölele, ich heiße Ayodello Liquid, was zu sagen, Dölele. Ah ja. So, wo war das denn? Bleiben Sie mal stehen, Kollegen. Wo war das denn? Wo? Wurde in der Grove Street geschossen oder wo war das? Nein, da fahren wir jetzt geradeaus und dann nach rechts rein. Okay. Mhm. Hier ja, nach ja, rechts? Jetzt rechts, ja. Ja, so, eine kommen von da, wo du kommst jetzt und eine von anderer Seite, so mit Geschütz oben drauf. Mit Geschütz oben drauf? Ja, mit Geschütz oben drauf und alle schießen auf diese Gebäude, Seranta. Und wo war? Da siehst du, Seranta. Wo? Schießen da drauf. Und du warst auch da, also Sie waren auch da oben drauf? Ich war da oben, ich habe hinten versteckt ganze Zeit. Haben Sie denn auch geschossen?
Nein, ich habe nichts geschossen. Ich hatte Kopfschmerzen. Weiß der Dean Coleman, dass Sie Ihr Opa sind? Ja, ja. Ich habe geredet mit denen und war mit denen unterwegs. Ich habe gemacht viele Sachen mit denen. Zum Beispiel? Ja, Ganja machen, Ganja rauchen und so eine. Habe absolut nichts verstanden. Was? Ganja, Ganja. Ganja rauchen da hinten und... Achso, ihr habt euch hindurchgezogen. Ja, Ganja rauchen, ja. Ich weiß aber nichts mehr, weil die kommen hier und schießen auf meine Enkel, auf Freunde. Ich weiß nichts, was machen jetzt. Ha? Ich weiß nichts, wo sind diese Personen jetzt, ob untergetaucht oder tot. Ich weiß nichts. Fahrt mal in die Grove Street. In Grove Street nichts. Ich alleine hier in Grove Street. Und gibt es noch andere Grove-Jungs? Ja, gestern schilder mit zwei, aber sonst keine mehr, ha? Und wer sind die zwei? Ich weiß nichts, wie heißen. Einmal heißen Mason und einmal Juan. Mason? Ja, Mason und Juan. Mason. Was hat denn für ein Name? Okay. Das ist ein älterer Herr mit grauen Rasterlocken. Ach, ja. Der steht auch öfter am Angelsteg. Alleine. Guck mal, siehst du da oben Schuhe? Die Schuhe von meinem Enkel, den coolen Mann. Und ich weiß nichts, wo ist jetzt. Welche Schuhe? Zeig mal. Da oben, die hängen da. Ach, da oben. Du kannst geben mir was zu trinken. Ah, ich hab Durst, schon den ganzen Tag. Ja, Sozialamt. Bitte. Kannst du geben mir zwei vielleicht? Hast du gerne zwei? Ah. Ja, dann nur eins dabei. Ah. Also, hier hat der Dean gewohnt, ja? Ja, jo. In welchem Haus? Ich mag den ganzen Tag. Welches Haus? Welches Haus? Ich weiß nichts. Welches Haus? Wie kam es denn, dass sie dann aus Afrika jetzt hingekommen sind zum Dean? Hat er einen Brief geschrieben, angerufen? Ich habe immer geredet mit denen von Afrika hierhin und die sagen mir, Opa, du haben hier ganz viele Probleme und du weißt selber, wie es hier in dieser Stadt. Und dann ich sage, komm, ich habe nichts mehr in Afrika, ich alles verkaufe und komme hierhin zu meinem kleinen Enkel, der braucht meine Hilfe. Ha? Und dann ich komme hier und dann erste Tag ich nichts mehr sehen von meinem Enkel. Du weißt, was für ein Gefühl das ist hier in meine Hass. Ha? Also ich fasse zusammen. Sie sind aus Afrika hier hingekommen, standen da hinten in den Prospects, also die Straße ganz geradeaus durch. Und dort waren sie... Ja, aber erstmal ich treffe mit denen an Tankstelle und wir reden ein bisschen und so. Also nicht direkt alles auf einmal. Ja, ich rede jetzt gerade nur von dem Fall. So, und der Dean war dann da oben drauf mit den anderen Grove-Jungs und dann kamen Autos mit Geschützen an. Ja, Autos mit Geschütz, so. Und wir haben die... Ja, mit AMG oben drauf. AMG? Ha? Mit AMG. So, pack, pack, pack. Weißt du, wie ich meine, ha? Nee, weißt wie? Du? So, pack, 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 pack. Machen so ganze Zeit. Und dann haben die euch getroffen. Ja. Habt ihr das Feuer denn erwidert? Nein, die haben AMG. Was soll ich machen mit dieser Pistole oder was? Hast du eine Pistole? Ja, ich habe eine Pistole, diese hier. Ja, pack die mal weg, sonst hast du die Pistole gleich. Ja, ich weiß, ich mache nichts mit Pistole. Warum hat... Was sollen wir denn da jetzt machen? Also, ich... Ich weiß nichts, was wir machen sollen. Ich frage ihn schon seit drei Tagen hier rum. Ha? Was soll ich jetzt machen? Ich bin hier alleine für diese ganze Frage zuständig, die ich habe. Was soll ich jetzt machen? Sag mir, wir soll ich jetzt machen? Wir fahren jetzt mal zum Krankenhaus und fragen da mal nach. Ich war eben schon bei Krankenhaus. Ich war schon gestern bei Krankenhaus. Ich war schon vorgestern bei Krankenhaus. Die sagen nichts ganze Zeit. Ja, aber jetzt kommen wir hier. Keiner weiß hier was. Ja, du komm hin. Du bist wie ein Jesus oder was? Ja. Let's go zum Krankenhaus. Oh. Okay. Was ihr macht denn da beide für Spielchen? Komm, fahr. Das machen wir immer so. Gehört es. Ah. So ein Polizeiding. Ja. Was ist, wenn der Dean tot ist? Also ich habe ihn gefragt, fünfmal, ist tot, keiner sagt mir, ist tot. Krankenhaus muss Bescheid wissen, ob ist tot dein oder nicht.
Ah, Entschuldigung. Ja. Noch einmal im Streifenwagen rülpsen und ich binde sie da an der Laterne da oben ja, auf. Ja, ja. Rum sei Rückfahrt zu Krankenhaus. Ich will nur wissen, was ist mit meinem Enkel dein? Haben Sie eine Tübel dabei? Nein, ich hab nichts dabei, alles in Grove. Die Drogen sind in der Grove. Ich weiß nichts, wovon du redest gerade hier. Fahr Krankenhaus. Oh. Gucken wir mal. Ich war jetzt schon vor halbe Stunde hier. Was soll ich jetzt sagen nochmal? Ha? Sag mir. Komm so mit. Ja, Magen, komm. Oh, dann fahren wir mal nach. Oh. 99, mal, guck mal, wer da ist. Hä? Oh nein. Einfach nichts sagen. Oh Gott, oh, der hat dich gesehen. Alles gut? Alles in Ordnung? Hey, sie kenne ich doch. Geht's Ihnen gut? Ihr Motorrad ist kaputt, ja, danke. Ihr Motorrad ist kaputt? Ja, das ist total kaputt. Ja, was damit passiert? Hä? Die Cops können nicht fahren. Oh, da hinten ist eine Sonne, ich muss da hin. Nee, das nein, ist... Nein, 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 halten. Ja? Der Abstand war zu niedrig, ansonsten hätten sie reagieren können, Sir. Ja, sie hat einen Unfall gebaut. Die Herren? Ja, können wir alle bitte? Mal bitte reden jetzt? Ich habe jetzt wichtigere Sache als ein scheiß Motorrad hier. Bitte. Ha? Hey, okay. Seien Sie mal nicht. Bleiben Sie ruhig, Sir. Nein, pass auf. Ja, wir jetzt gehen, jetzt, wir die Szene, jetzt ist gut hier. Mann. Ruhig bleiben. Frech, Sir. Ah, Dullelele, können Sie mal kurz auf die Bank gehen und sich da setzen? Nein, ich will jetzt sofort wissen, was ist los. So, was ist jetzt mit Ihrem Motorrad? Ja, das ist explodiert, glaube ich, oder kaputt. Und wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Ja, Sie wollten noch eben eine Stuntshow investieren, Sir. Ja, ich hab grad, ich muss gerade arbeiten. Können Sie zum PD kommen? Ich erstatte Ihnen das. Okay. Ja, dann sehen wir uns ja. Sehr nett von Ihnen. Setzen Sie sich da hin und warten Sie da, okay? Gucken Sie auf jeden Fall mal auf der Verwahrstelle nach. Wir haben eben das Fahrzeug abschleppen lassen. Ja, ich habe doch kein Geld. Ja, deswegen kommen Sie jetzt zum PD. Ja? Okay. Ja, ich komm, lass uns reingehen. Okay. Ja. Bis später. Und Sie seien nicht so frech, Sir. Also, Sir, ist gut jetzt. Let's go. Ja. Sie setzen sich jetzt mal auf Ihren vier Buchstaben dahin. Guten Tag, LSPD. Detective Weiss, sind meine Kollegen, der Herr da in der grünen Hose, der Herr Adulelele, keine Ahnung, wie der heißt, der sucht einen Dean Coleman, der anscheinend wohl tot sein soll. Wir haben dazu leider aber keine Akten oder irgendwelche Einträge. Also ich kann dazu leider überhaupt keine Informationen rausgeben. Ich wüsste da jetzt auch nichts. Sie haben da nicht mal Akten zu? Negativ. Wir haben von dem Herrn Coleman haben wir einen Fall in der Akte. Das war aber eine Schussverletzung, die definitiv nicht tödlich ausgegangen ist. Die nicht tödlich? Wann war das? Moment, ich schaue noch kurz in die Akte. Kommt oder ein Herr etwas höher, weil ich glaube, er hat auch kompletten Aktenzugriff. Also, okay, glaube ich zumindest. Müssen Sie ihn fragen. Ich gebe ihm mal meine Nummer, dann rufen Sie mich mal an, wenn Sie was haben, ne? Zurzeit habe ich zumindest keinen Zugriff. Am 20. um 21 Uhr war das. Okay. Da hatten wir eine Schussverletzung in der Schulter links und der Herr Coleman hat unser Krankenhaus auf jeden Fall lebendig verlassen und war seitdem auch nicht bei uns. Okay. Wir haben auch keinen Leichnam oder sowas für die Autopsie oder sonst was bekommen. Okay, ich gebe Ihnen mal eine Nummer. Wenn Sie irgendwas hören, rufen Sie mich bitte an. Schreiben Sie sich die mal auf, die 306299. 306299. 306299 habe ich, okay. Genau. Bitte geben Sie das auch Ihren Kollegen Bescheid, dass Sie mich sofort anrufen, wenn irgendwas dazu, wenn man irgendwas weiß, ja? Ist wichtig. Okay? Raucht der gerade im Krankenhaus? Mach mal die Kippe aus und schicke sie dir in den Arsch. Ha, was? Mach die Kippe aus. Warum? So, wir fahren mal dann zum PD und nehmen mal eben die Vermisstenanzeige auf. Schönen Tag euch noch. So, weil das sonst die Hygiene gefährdet hier. Hallo, Adululu, kommen Sie mal mit. In Afrika ist egal. Es ging nur darum, nach Vermisstenanzeige. Einmal bitte mitkommen.
Dann machen wir das mit der Vermisstenanzeige eben und dann gehen wir wieder auf Streife. Oh. Hängt so ein bisschen ihr Herzblut dran, wa? Wo dran? An dem Coleman. Coleman? Naja. Er hat mich zwar entführt und mir die Hand weggeschossen beinahe, aber irgendwie war das immer so eine Hassliebe. Keine Ahnung. Klingt nach Rosenkrieg. Ja, mehr oder minder. Verheiratet. Ja, und jetzt, das habe ich gesagt schon vor 20 Minuten, ha? Aha. Ja. Ja, ich habe es schon 5-mal gesagt. Wir machen jetzt eine Vermisstenanzeige. Vermisstenanzeige? Ich mache ihn schon vor 3 Tagen. Bei der Polizei. Es gibt schon eine? Ja, ich habe nicht gesagt, ich habe ihn gesagt, ich vermisse ihn, aber ich habe nichts gesagt vor Anzeige. Ich weiß nichts, was Anzeige hier machen. Wie man Anzeige machen hier. Ja, das ist der offizielle Weg, damit wir nach dem Dienst fahnden können bzw. suchen können. Sir. Ja. Damit das auch jeder Kollege weiß. Ha, weiß. Die Herrschaften? Ja. Kann jemand eben die Vermisstenanzeige aufnehmen? Ich muss mal ganz kurz was erledigen gehen. Könnten Sie einen Hustenbonbon nehmen? Nur weil Sie nicht fragen. Ist es besser? Dann können wir das doch direkt mal machen. Ist es besser? Ja. Kann jemand kurz eine Vermisstenanzeige aufnehmen von den Herrn Coleman? Weil dann bin ich kurz was erledigen. Ich komme sofort wieder. Du warst ja dabei, Richter, ne? Ja. Dann nimm du das mal auf, bitte. Ja, das erlaube ich dir jetzt. Okay. Und du kannst das dann alles der Frau Mini übermitteln. Ja, das ist der Frau Mini. Aber ich habe Angst, den Namen zu schreiben. Ein bisschen Ausweis zeigen. Und wenn du ihn dir zweimal zeigen lassen musst, egal. Okay. Sir, dann kommen Sie einmal bitte ich mit. Ich hätte auch noch eine Frage. Wohin? Ja. Mit mir mit. Wenn um die der Aussage Herr, aufzunehmen. Was ist Aussage? Ich habe schon 5 Tage gesagt, warte einen Ruf nicht an von Bro vielleicht. Weiterhin ruhig bleibt. Hallo. Ja, was geht, Juan? Ich bin gerade hier bei Polizei. Ein Mann mit so Mantel, rote Krawatte, ganze Zeit kommen mit. Wir zeigen, wir können mir helfen. Juan ist ja von der Grove. Sag mal ruhig bitte, wenn ich hier am Telefon nehmen bin. Ja, was zu sagen, Juan? Nein, keiner weiß, wo Dean ist. Wir ganze Zeit schon suchen hier. Ja, wir suchen schon ganze Zeit hier rum. Ja, bei Polizei, komm hier, wir warten, ja, komm. Ja, eine Minute, komm. Können Sie mir mal Ihre Nummer geben, falls ich Rücksprache habe? Ja, kannst du haben, kein Problem. Warum nicht? Willst du haben Nummer jetzt? Ja, hau raus. So, 92. Ja. 7, 5. Ja. 9, 4, 4. Ich nochmal eine anrufen. Hallo, mein Sohn. Ja, ich bin hier gerade bei Party. Kommen auch hier hin, weil vorhin kommen auch bei Polizei wegen dein. Kommst du hier hin, ja? Ja, du kommen hier hin, schnell abtrocknen und kommen hier hin, beeilen, ja? Ja, bis dahin. Herr Weiß? Ja. Ja, GTX steht da irgendwie ein bisschen auf dem Bürgersteig. Ja, ich sehe es. Schauen Sie sich mal meine Nummer auf, falls Ihnen was einfällt oder falls Sie was hören. Du gehst jetzt weg oder was? Ne, ich muss mein Auto richtig parken. Wie ist dein Name? Walter Weiß. Das
sind von Ihnen Ihre Kollegen. 30 6299 Du musst langsamer sagen. 30 6 2 9 9 9 und nochmal, was kommt danach? 9. Okay. Ey, wer war das, Alter? Manchmal ein Harry, Alter. Tür fehlt alles. Gut aus, das Auto. Ich schieß mal ab, ohne Tür. Was kostet der denn hier, Alter? Sieht auch geil aus. War auch ein Walter, so ein G-Klasse, versteht? Bridge Shift, das ist einfach nur so ein random Stream. Ja, Meisen, oh nein, Meisen auch noch kommen. Eine Sekunde warten. Wie ist Ihr Name hier im Grün? Der andere da? Nimm mal einen Hustenbaum hier bitte. Ah. Ist es besser? Ja, viel besser. Wie ist Ihr Name? Juan. Haben Sie was mitbekommen, was in der Grove Street passiert ist? Waren Sie dabei? War dabei, ja, bis ich irgendwann umgekippt bin. Wissen Sie, was mit der Coleman ist? Nein, ich suche den ja auch. Okay. Und alle anderen auch. Also mein Stand der Dinge ist, dass der wohl gestorben ist. Ja, das sagen. Ja, ich habe ihn schon 5-mal gefragt im Krankenhaus. Keine sagen was. Kann man Ihnen helfen? Nein, wieso? Weil Sie ist das zweite Mal hier dran vorbeifahren und telefonieren. Ich habe nur jetzt gerade telefoniert und gleich wieder aufgelegt. Er hat gerade angerufen, ich habe gesagt, ich bin auf dem Bike. Geht gerade nicht. Okay, nee, alles klar. Dann fahren Sie weiter. Alles klar. Kann man Ihnen helfen, Ma'am? Nö, ich stehe hier nur so rum. Die stehen hier nur so rum. Genau. Warum? Weil ich telefonieren muss. Okay. Was ist los? Ich habe nur gemacht, geschaut, was du da machst. Hallo. Meinst du, wo bist du? Wir warten hier ganze Zeit. Nimmst du dann mit die Zeugenaussage auf? Ich höre zu. Okay. Wie ist Sandy Kors? Was ist Sandy Kors? Was ist das? Oben im Norden, Sir. Die Wüste. Wie, du bist ein Wüste? Du bist ein Fuchs oder was? Wie, du bist ein Wüste? 4 Minuten, komm. Mach ihn schneller. Beeilung. Ich weiß nichts, was ist mit dieser. Der sagt, ist ein Wüste. Dann nehmen wir schon mal eine Aussage auf von ihm hier, Abdullah Bulala. Nein, hör auf, so meine Namen zu sagen, sonst werde ich sauer. Ja, was soll ich sagen? Ich habe schon 5-mal diese Geschichte erzählt. Nein, erstmal bitte Ihren Ausweis zeigen, damit ich mir Ihren Namen vernünftig und ordentlich notieren kann, Sir. Ja, hier. Mein Ausweis. Ayodele? Nix Ayodele. Was zu sagen, Ayodele? Ayodele Olekwe. Was ist daran so schwer? Warum du lachen jetzt hier? Ist das schön. Okay, Sir. Ich hole mal gerade eben Stift und Papier. Und dann erzählen Sie mal. Ich kann nichts erzählen jetzt. Warum? Ja, was soll ich jetzt erzählen? Ich habe mich schon 5-mal erzählt.
Ja, aber jetzt können wir das ja vernünftig aufnehmen. Wir können es aufschreiben, damit wir es nicht vergessen. Ins System eintragen, damit nach ihm gesucht wird. Ja, was soll ich erzählen? Wo soll ich anfangen? Wo ich geboren bin? In Afrika oder was? Nein, an dem Tag, wo der Herr Coleman verschwunden ist. Ja, ich komme hier von Afrika hin und dann ich war hinten auf diesem Dach, wo wir waren und dann kommen zwei Autos, schießen auf alle und dann ich habe Kopfschmerzen und die kommen nichts mehr da. Ja, wissen Sie, welche Autos das waren? Ich weiß nichts. Eine sagt in IAI, eine kommen mit GGG, eine kommen mit FBI, BI, ich weiß nichts, wie er heißt. Kommen alle, sagen was anderes. Wie aber heißt denn die Polizei in Afrika? Polizei in Afrika, welche Polizei in Afrika? Da wo ich komme, keine Polizei, da meine ich meine eigene Polizei. Ja, ich meine eigene Polizei in Afrika. Erzählen Sie mal weiter. Ja, was soll ich weiter erzählen? Danach ging ich nichts mehr sehen von meinen Enkel. Okay. Und wie lange ist er jetzt verschwunden? Wissen Sie das? Vorgestern Abend. Oder Vorabend, ich weiß nichts. So ungefähr. Was war das für ein Datum vorgestern? Ich weiß nichts. 21. Ja, so eine, ich weiß nichts. Wir können ja alles zu einer Akte machen und seine Aussage auch mit aufnehmen. Ja, wenn mir was einfällt, ergänzt sich die Akte. Ach. So, dann sind wir mit Ihnen fertig. Der Ayulele ist der Gigant. Gigant auf Twitch. Ayulele, ja. Ja, genau. Oh. So, Sir, dann einmal bitte Ihren Ausweis, ja? Da ist er, da steht eine Fahrzeug. Ja, schreit doch jetzt nicht so rum, sonst verstehe ich ihn zwar nicht. Juan Hernandez, 6.4.88. Wann sind Sie denn geboren, Herr Adulökele? 65. Ja, ein stolzes Alter. So, dann erzählen Hallo, Sie mal Sohn. Bitte. Was geht ab, Mann? Ja, wir machen hier Zeugenaussage trotzdem von dir. Ja, ist wie in Afrika. Kommen Sie einmal mit, bitte. Na, alles gut, wie in Afrika. Ich bin gewohnt, so. Hey, warum? Die gehen jetzt weg. Und wer sind Sie? Das ist mein Sohn. Ich bin immer noch Mason, Mann. Also, wenn Sie hier die Letzten von der Grove Street sind, dann, Altersunterschied aber immens gehoben, ne? Ja, und deswegen kann ich ihn trotzdem Arsch aufreißen. Das ist ja versuchen. Aber eigentlich bin ich hier, um Ihnen zu helfen. Ja, helfen. Keiner weiß was hier. Ich weiß nichts, was falsch läuft hier. Einmal kurz mitkommen, bitte. Der nimmt jetzt alle Zeugenaussagen auf, ja? Genau, und ich höre zu und wenn der die Akte gleich geschrieben hat, dann gucke ich rein und wenn mir was auffällt, erkennen Sie es. Genau, also er kann halt keine Akte erstellen, das muss über unsere Sekretärin laufen. Achso, okay. Aber du sollst bitte bei allem, was er aufschreibt, zuhören. Ja, mach ich. Das ist auf jeden Fall sicher. Und lass es dir am Ende nochmal vorlesen. Ne? Ja. Also der ist bis jetzt sehr ambitioniert, der Richter, die 57. Ich denke, der macht sein Ding. Aber es geht darum, dein Name steht da am Ende in der Fallakte und du bürgst dann für den Rekruten. Und wenn der Scheiße schreibt, bist du dann halt am Ende am Arsch. Ne? Ja, ich weiß. So nebenbei. Ja, ich immer ja. Und ich versuche das halt gerade alles zu klären mit Reif, dass jetzt Rekruten halt auch sowas aufnehmen dürfen. Das läuft dann halt alles über die Sekretärin und halt einer Person, die halt ne, sich opfert dann, dabei ist, halt so wie du jetzt. Weil, wann sollen denn die Rekruten was lernen? Die Rekruten sollen was lernen, wenn sie Rekrut sind und das schon mal machen und nicht erst, wenn sie Officer sind, weißt du? Richtig. Ist halt Bullshit. Ist der Reif denn da? Nee, ist er nicht. Und ich muss halt auch gleich weg. Das ist das Problem. Ich bin ja hier. Genau, du bist da. Ich werde den Bobby Green zur Leitstelle machen. Der kennt sich da auch aus. Und wie gesagt, dann sei halt bei ihm gleich, ne, wenn er das weiter... Ja, ich geh mal rüber. Ja. Okay. Wie viel später sind Sie ungefähr wieder aufgewacht?
so 10 Minuten. Okay. Wer ist denn alles vermisst? Können Sie mir das sagen? Also Dean Coleman, Jaden Connor. Jaden Connor, ja. Amar Blake. Blake, ja. Und Casper ist da. Wie schreibt man das mit C? Casper? Mit C, ja. Ja, und der Nachname? Ist da. Einfach wie Stern auf Englisch. Ja, genau. Okay. Und sonst keiner? Sonst eigentlich keiner, ne. Ich habe sie alle noch danach gesehen. Okay. Ja, gut. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal mehr weiter. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit dem Sohn weiter, glaube ich. Okay, danke für Ihre Aussage, Sir. Ja, kein Problem. Herr King? Ja? Ja, wir kennen uns ja schon vom Angelsteg. Kommen Sie einmal beiseite, dann befrage ich Sie auch noch. Ja. Ausweis brauchst du mir jetzt nicht zu zeigen. Ich kenne dich ja schon. Ja, ich bin irgendwie bekannt wie ein bunter Hund in der Stadt. Das stimmt wohl. So, ich bräuchte nur das Geburtsdatum, Sir. 14.02.60. Und wie sind Sie dann der Sohn von dem anderen Herr? Ich frag besser nicht. Frag nicht. dann fangen Sie mal an, was Sie da zu berichten haben. Also ich weiß nur, dass da irgendeine Aktion war und dann waren wir auf dem Dach in den Projects und dann ist Gewitter aufgezogen und dann war ich im Krankenhaus und habe mich operieren lassen. Und seitdem suchen wir sehr viele Leute. Okay. Unter anderem eben Dean. Ja. Wie, in welchem Verhältnis standen Sie zu Dean? Ja, also wie Verhältnis? Ja, freundschaftlich hatten sie, waren sie ja, Brüder, waren Familie, sie Cousins? Okay. Nein, wir sind alle Brüder, schauen Sie uns mal an, Mann. Okay. Und dann wurden sie durch das, was passiert ist, operiert, ja? Nehme ich an, ich kann es Ihnen nicht sagen, Herr Officer. Okay. Also laut, was ich gehört habe, sollen da mächtig große Sachen angefahren sein und wir haben uns gut gewehrt, hatten aber keine Chance und seitdem sind wir das, was hier noch steht. Okay. Sagen Sie, wie alt ist denn der Opa da drüben? 65er Baujahr. Aha. Ja, deswegen war meine Frage, wie Sie sein Sohn sein können. Aber naja, das klären wir anders. Tja, Opa. Ja gut, dann habe ich Ihre Zeugenaussage, dann werde ich das so weitergeben und dann werden wir uns weiter erkundigen, was mit Dean ist und was mit den anderen ist. Und dann gegebenenfalls werden wir uns melden, wenn wir was wissen. Alles klar, Mann. Okay, dann noch einen ruhigen und schönen Tag und trotzdem alles Gute. Seid ihr jetzt in der Grove? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen, ja. Ich muss gucken, ein bisschen sauber machen, an Tankstelle, alles... Jeder mag einen Track, ich muss jetzt selber alles sauber machen. Kann sein, dass ich gleich nochmal vorbeikomme wegen ein paar Fragen, ja? Ja, kommen da. Bis gleich. Aber hol mich zu. Ruhe auf, Mann, meinen Namen sozusagen. Hast du verstanden, ha? Alles klar, alter Mann. Ja. Willst du einen Kuss oder einen kurzen Sonder? Gib dir gleich eine Kopfnuss, nicht eine Kuss, eine Kopfnuss. Bei der Birne, ei. Gut, dann. Bis dann. Ciao. So, komm mal mit. Netter Herr, der Ayodele. Wenn Sie was vom PD wollen, dann setzen Sie sich bitte in den Warteraum und warten dort, ja? Ja, ich wollte ja was von Ihnen. Ja, warten Sie da. Ich komme gleich. Ich glaube, der wird den Tacken überleben, wenn er so weitermacht. Ja. Spätestens, wenn er uns hier da hinterher fährt. Machen wir das eben hier unten, weil dann ist
So, dann les mir mal vor oder fass mal zusammen bitte, was du alles aufgenommen hast. Ja, also beim Ayodele habe ich geschrieben, der Dean Coleman, dass er verschwunden ist, dass die bei den Projects im Gebiet auf dem Dach waren, dass auf einmal zwei Autos kamen und auf die Grove halt schossen. Und er sagte halt IAA oder GGG. GGG gibt es nicht, kannst du rausstreichen. Okay. Danach war halt der Herr Coleman verschwunden und wurde am 21.06. Das letzte Mal bei der Schießerei gesehen. Das okay. War der Jodele. Dann der Juan, dem seine Freundin hat angerufen, den Namen wollte er jetzt nicht nennen. Keine ja. Ahnung warum. Dass das IAA da rumfährt, dass das zwei schwere gepanzerte Fahrzeuge mit Geschützen sind. Mhm. Und bevor die Schießerei losging, hat ein Herr, der voll ausgerüstet war, wie die anderen auch, nach dem Herrn Coleman gefragt. Und auf einmal ist dann wohl die Schießerei losgegangen. So hat er es gesagt. Und nachdem er halt wieder im Krankenhaus aufgewacht hat, hat er nichts mehr von Dean gehört. Dann von einem Jaden Connor hat er nichts mehr gehört, von einem Amar Blake und von einem Casper Star. Okay. Mhm. Ja, und der Mason King hat nur gesagt, da war eine Aktion, die waren bei den Projects auf dem Dach, auf einmal war Gewitter und auf einmal wurde er operiert, weiß aber nicht wieso. Okay, also folgendes, mach das mal alles schön zu einem Dokument, ja? Ja. Damit es schön ordentlich aussieht, dann schreib alle Namen drauf, dann schick mir das mal per unserem internen PDA-System. Weißt du, wie das geht? Ja. Genau, dann schick mir das mal, ich guck drüber und dann geben wir es der Dame ab. Ja? Ich würde sagen, weil das Ding ist halt, meine Unterschrift landet da drunter. Ja. Aber ich werde der Dame sagen, dass du das gemacht hast und dann ist das schon mal für dich ein guter Step nach vorne. Ja? Okay, danke schön. Ja, wichtig ist, dass das wirklich alles sehr gut aussieht und am besten auch Korrektur lesen und so, ne? Ja, mache ich. Okay. Ich habe ja gestern auch die Zeugenaussagen für den Herrn Carsten geschrieben. Drei Stück und ein paar hat er auch noch selber gemacht. Das ist ein Arschloch. Ja, gut. Ich bin jetzt wohl gleich der Ranghöchste hier, so wie ich das sehe, ne? Sind die alle weg? Das kann gut sein, ja. Haben wir irgendjemanden in den Zellen? Ja, da war gestern wohl ein Walker. Paul Walker oder wie der hieß? Paul Walker. Ja. Irgendwie sowas. Okay. Aber ich weiß nicht, ob der mittlerweile entlassen wurde. Also bis wo ich im Dienst war, wurde er noch nicht entlassen, soweit ich weiß. Das muss im internen System stehen, da kann ich gleich mal nachgucken. In Zelle 3 soll der wohl sitzen. Na, er schläft wahrscheinlich, aber... Ja. Ich guck gleich mal nach. Ich guck gleich mal. Besser nicht aufwecken. Nee. Okay, und die fußfeste Leute, die stehen dann auch alle im System. Ja, ich gucke gleich mal nach. Okay, haben wir gar keinen Officer jetzt hier? Alles nur Rekruten. Oh. Ja, und halt der Robert. Aber der ist der Leitstelle. Mhm. Ja, ich guck mal. So, sind das jetzt alle Jungs, die hier im Dienst sind, alles ja? Alles klar. Das sind alle Jungs, die im Dienst sind, okay. Genau. Welchen Rang, warte, welchen Rang haben die Jungs? Alle Rekruten. Auch in der Mitte? Weil der ist sogar noch ein besonderer Fall, weil ja nun mal er noch beim Sheriff Department angestellt ist, aber das habe ich gerade alles mit ihm geklärt, dass das jetzt endlich mal von der Bühne gehen soll, dass der hier einen Vertrag kriegt. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt der Ranghöchste hier bin, würde ich logischerweise erstmal hier bleiben im PD. Weil sonst ist ja nur die Leitstelle hier, beziehungsweise das ist ja auch ein bisschen blöd, und wenn die Leute hinkommen. Deswegen überlege ich halt, wie wir das machen können. Du kannst auch so machen, also die Frau Mini ist ja auch noch da. Und die Leitstelle kennt sie aus, also er hat ja schon sehr, sehr oft Leitstelle gemacht, er kennt sie wirklich aus. Alles gut. Und wenn irgendwas ist, soll er dich reinfunken, weil ansonsten würde ich sagen, nimmst du die beiden neuen Rekruten hier mit, also 76 und 57. Dass die halt auch mal so die Gefahrenstellen draußen kennenlernen und du kennst dich da ja mit am besten aus. Kannst du mal sagen, was wo so abgeht. Ich kümmere mich immer um den Mann, der da noch sitzt. Haben wir eigentlich Zugriff auf das PD-Konto oder können wir nur einzahlen? Ich glaube, das kannst du erst im Assistant-Rang, wenn überhaupt. Oh, jetzt habe ich das wieder privat holen, das Geld. Ich will mal ganz kurz Geld holen, dann komme ich wieder, weil ich zahle ihm sein Moped da. Ich komme sofort wieder. Ja. So, ich bin ganz kurz Geld holen wegen ihrem Moped und dann komme ich wieder. Sie waren im Tier, ja? Ja, okay, danke, Sir. Holen Sie sich einen Kaffee.
Na seht ihr, jetzt sind schon 70 Leute fast auf dem Server, also es werden halt immer mehr. Das ist für die Uhrzeit eigentlich krass. Also man soll, auch wenn True Life aktuell gar Probleme hatte oder hat, man soll nicht alles immer schlecht reden. Jeder Charakter kann sich eine Geschichte hier aufbauen. Und ich hoffe, dass der Server sich erholt, weil ich mag True Life eigentlich. Und ich versuche, dass ich hier auch ein bisschen mitwirken kann, dass der Server sich wieder aufbaut. Weil der Server hat Potenzial dazu. Ist doof, dass ich nichts aushalten kann, Alter. Das wäre halt besser. Muss ich mal mit dem Reif reden, weil jetzt darf ich das wieder aus eigener Tasche bezahlen. Ich gebe ihm einfach 400 Dollar. Ich habe schon überlegt, ob ich True Life so ein bisschen selber unterstützen soll mit Ideen und so, aber das Problem ist, wir haben halt kein Programmierer oder so. Stellt euch mal vor, die Play Massive wäre der Besitzer von diesem Server. Mit Walle und so, und dann der Brian Green würde das Vanilla Unicorn leiten, Alter. Man könnte so viele Sachen hier machen. Aber es liegt ja nicht in meinem Ermessen. Ich würde erstmal eine Presse organisieren, weil die könnte nämlich die ganze Bevölkerung jedes Mal aufklären, wenn es einen neuen Chief gibt und so. Weil das ist ja das, was viele kritisieren, diese fehlende Kommunikation. Und diese Ingame-Presse könnte das ja alles eben mindern. Und ich will auch ganz ehrlich gucken, dass wir dann so eine Art Donation-System einführen. Dass Leute, wenn die gerne möchten, nicht müssen, den Server unterstützen, damit das sich auch refinanziert mit den Kosten. Und dann werden auch viele Leute entlastet. Was ist das denn? Ist das die Johnson? Oh, Johnson? Guten Tag, Herr Weiß. Sie leben auch noch? Wie geht's Ihnen? Ja, soweit ganz gut. War lange nicht mehr da, oder? Ja, 2-3 Tage, glaube ich, musste mich so ein bisschen erholen, sonst wäre ich in Burnout reingestürzt. Warten Sie, was für einen Rang haben Sie? Assistant Chief, soweit ich weiß. Gott sei Dank, okay, gut. Sonst hätte ich die Verantwortung jetzt gehabt, da habe ich gar keine Lust drauf. Noch bin ich nicht im Dienst, ich glaube, ich gehe wieder. Viel Spaß. So. Also, kommen Sie mal raus. Das ist schöne Luft. Erstmal Sie und dann die Dame. Hallo, Ma'am. So, alles gut? Ich gebe Ihnen jetzt 400 Dollar als Entschädigung, ja? Was? Wie kann ich Sie denn nennen, Sir? Weiß. Herr Weiß. Weiß, okay. Herr Wolf, mein Name. Ich weiß. So, fahren Sie zur Verwahrstelle, ansonsten fahren wir Sie dahin. Kommen Sie dahin? Das wäre schön. Nee, ich bin ganz alleine hier. Ja, warten Sie mal. Ma'am, kann man Ihnen helfen? Okay. Dann nicht, dann leck mich doch. Warten Sie, junge Kollegen, warten Sie. Ja, ich wollte dann mit Ihnen sprechen. Ja, worum geht's denn? Ja, na, es geht ja um die Sache mit dem Unfall. Ja. Also ich will da auch gar keine Anzeige oder sowas machen. Das ist alles cool. Weil können gerne, wenn nicht. Sie möchten, eine Anzeige machen. Nee. So gutes Recht. Nee. Ich war ja auch ein bisschen schnell, ne? Ja. So ein Typ bin ich nicht, genau. Ja, wollen Sie denn in meine Stuntshow investieren? Hab ich gesagt, wir gucken uns das Montag an. Also was ich da heute gesehen habe, das war schon sehr filmreif. Ja, war ein krasser Stunt, ne? Hören Sie mal auf, Ihre Nüsse zu jucken. Nee, das Problem ist, das ist seit gestern, da habe ich die Dicke von der Tanke kennengelernt. Sie hier. Halt, ne? Kommen Sie mal mit. Die 99 fährt kurz zur Verwahrstelle, den Herr das Motorrad bringt. So, kommen Sie mit. Ja, weiß. Ja, sehr gut. Meine Güte. Fährst du einfach zur Verwahrstelle? Ja, kann ich machen. Schauen Sie mal ein in den Porzellanexpress. Kommen Sie mit, Herr Weiß, ja. So, dann. Ja.
saß noch nie freiwillig in einem Polizeiauto. Unfreiwillig, ja? Was haben sie denn gemacht? Ach, nichts eigentlich. Wissen Sie, ich komme da vom Jahrmarkt. Mhm. Mit meinem Vater habe ich da gearbeitet. Der hat immer gesagt, wenn ich mich vor Autos fallen lasse, kriege ich neues Spielzeug. Und wie oft haben sie das gemacht? Ja, des Öfteren, aber das Problem ist, am 30. hat er es immer zurückgegeben. Hat gesagt, ich krieg Neues dafür. Geil. In dem Fall kriegen sie ja ihr Spielzeug wieder, vielleicht ist es ja auch noch ein bisschen general überholt. Jo. Ja, ich plane eine große Stuntshow hier. Ja, das hat mir der Kollege schon erzählt. Wie gesagt, wenn es gut läuft, investiere ich, aber dann müsste mir der Doppelte zurückzahlen. Ja, ich kann sie zum Teilhaber machen, Herr Weiß. Ja, wir gucken mal, ne? Eins nach dem anderen. So, wir bringen sie jetzt dahin, dann können sie ihr Motorrad holen und dann fahren sie mal ein bisschen langsamer heute, ne? Ja, ich soll eigentlich gar nicht fahren, haben die gesagt. Ja, gut, dann, ne? Hören Sie auf den Rat. Ja, ich bin doch ein ganz vernünftiger Mensch, wie Sie wissen, Herr Weiß. Ist halt komplett Ihre eigene Verantwortung. Wo muss ich reinfahren? Zur Verwahrstelle, ne? Ach. Ah, da lernen wir noch alles. Entschuldigung. Ist der Herr Neu? Ja. Herr Neu? Ne, aus Asien kommt er nicht. Nö. Neu. Achso, neu im Team bei der Polizei? Ja. Ein guter Mann. Kann man sich bei Ihnen noch bewerben, Sir? Beim Police Department? Ja. Bestimmt, immer. Müssen Sie sich einfach mal hinsetzen, eine schöne Bewerbung schreiben, abschicken. Kommt man hier mittlerweile rein? Nee, obenrum. Okay. Dann nehmen Sie erstmal einen Hustenbonbon, Sir. Ricola, hier bitte. Ist das besser? Nee. Vielleicht mal 2-3 in die Hand nehmen und runter damit. Da kennst du mit aus, ne? Ja. Leute, wenn Insel besser kommt, wo sind die Emotes? So, Sir, da wären wir auch schon. So. Wer weiß, Sie wollten mir noch die 500 geben? Hab ich schon. Echt? Wollen Sie mich jetzt verarschen, dann entschieße ich Sie sofort hier. Das können wir in die Show einbauen. Steigen Sie jetzt aus und holen Sie Ihr Moped. Dankeschön, Sir. So, adios. Guten Tag, ich melde mich bei Ihnen. Ja, genau. Sehen uns. Ja. Einmal zum PD zurück. Ja. Ihr seid schlecht geworden, Leute. Ihr seid schlecht geworden. Gibt's Leute in der Stadt? Unfassbar. Ja, das stimmt wohl. Oder fahren wir mal zu Grove Street. Wir gucken mal, ob die nochmal da sind. Okay. So, das ist unten an der... Ja, genau. Ja, unten an der Tankstelle da. Wo ich den Carsten damals eingesammelt habe. Das ist es. Alter, Britz Dave schenkt Ball Rodger einen Stufe 1 Sub und das ist Nummer 26. Du verrückter Mensch, du! Dankeschön! Alter Schwede, ihr seid bekloppt. Versucht die Akten dann heute Abend zu schreiben, dann schicke ich Ihnen die zu. Perfekt. Dann tragen wir das alles ein und dann sage ich, dass du das gemacht hast. Und dann kommt die Beförderung ein bisschen schneller, als du denkst. Oh, vielen Dank. Vorher muss, glaube ich, erst die PPU mal kommen. Ja, viel Spaß damit. Ja, da warte ich ja schon seit 2 Wochen drauf. Sollen wir das mal ein bisschen beschleunigen? Inwiefern? Wir fahren gleich mal zum Krankenhaus und fragen mal nach. Okay. Was sind die jetzt noch hier? Schön mal hier reinzufahren, ohne eine Kugel in den Kopf zu kriegen. Das glaube ich. Tankstelle vielleicht gucken oder bei den Prospects. Okay.
Sind die da drin? Ich sehe jetzt nichts. Da sind die da. Ach, da. Jo. Oh, schau mal kurz aus. Hallo. So. Hallo, ja. Die Tankstelle wurde sauber gemacht, ne? Tankstelle, ich habe eben dahinter ein paar Sachen auf gesammelt weggeworfen. Bereinigt. Dann guck ich mal. Ich bin gerne erstmal in der Lieblingstankstelle. Hallo. Hallo. Was? Ja, wenn ihr was machen, dann bitte direkt sauber machen, ha? Habt ihr ein Klo hier? Wer kümmert sich denn um den Hund? Weiß ich nicht, das ist nicht mein Hund. Ja, aber ich kümmere mich um Billy, was ist los mit euch, Mann? Ja, Billy. Nee, den brauchst du nicht beißen, Mann. Diesmal sind wir. Ja, komm hier, Polizei ist da. Ja, ist ein Lieber, wenn man ihn kennt. Mit wem hast du jetzt telefoniert? Mit deiner Kollege, ha? Ey? Was, gut. Ha? Also, das Ding ist halt, die Roten machen wahrscheinlich immer noch Jagd auf euch, ne? Alles, was grün trägt, deswegen passt ein bisschen auf. Und, ja, wegen denen, da kann ich nichts zu sagen. Also, wenn denn wirklich was passiert ist, weiß ich nicht. Müsst ihr ein bisschen, auf jeden Fall, ihr seid jetzt halt nur zu dritt, ne? Das ist mir egal, ha? Das, ich mag gern was, ich mag gern alle kaputt, mir egal. Ich mag gern alle kaputt. Na gut, wir fahren dann mal weiter. Wir melden uns auf jeden Fall. Sag mal, hab ich Tinnitus auf den Augen, Mann? Ich sehe hier nur Pfeifen. Warum? Was denn los, Mann? Die Info haben wir seit gestern. Dafür kommt ihr her, für diese Info. Ich hab mir nur Zigaretten geholt, dafür komme ich doch gar nicht hin. Ja, nächstes Mal, du gehst eine andere Tankstelle Zigaretten holen, bitte, ja? Nein. Doch, die bitte. Haben die beste Marke hier. Ja, andere haben gleiche Marke. Nein. Das glaube ich nicht. Doch. Musst du gucken, eine hinter andere. Du brauchst gar nicht anfangen, dass das eure Straße ist oder so. Ich komme so oft wie hin, wie doch, ich will. Doch. Na, fährst du? Ja, kann ich machen. Wer ist denn da gerade in die Grove gefahren? Ein Auto. Fahr mal links. Ja. Ist halt doch einer durchgefahren bis zum Schluss. Oder ist der nur zur... Da kannst du ja links fahren. Oder der ist hier an die Garage gefahren. Ja, glaube ich auch. Warte mal eben. Ja. Ma'am. Ja? Sie sind neu in der Stadt, kann das sein? Ja. Diese Straße drüben, wo Sie gerade durchgefahren sind, die sollten Sie eventuell eher meiden. Fahren Sie außen rum. Okay. Ne, weil das Ding ist halt, das ist ein Ganggebiet und nicht, dass Ihnen was passiert. Ja? Treffer 1, Code 1 an der Alles Garage klar. In der Nähe. Vielen von Dank der für die Info. Bitte, tschüss. Wiederholen. Streife 1, Code 1 in der Nähe von der Grove an der Garage. Komm. Check. Moment, das Auto, das hat gedreht und kommt wieder, als es uns gesehen hat. Mal warten. Streife 11, wieder Code 1. Grape sieht die beiden Geschäfte bzw. der Klamottenladen und der Shop beide negativ, keine Person. Halt den mal an in dem lilanen, da in dem... Check. Okay. Ist halt abrupt abgebremst, als er uns gesehen hat, und hat dann gedreht und ist nochmal zurückgefahren. Okay, der macht auch nicht die Anstalt, dass er anhält. Kommst du durch? Wir verfolgen ein schwarzes Auto, welches jetzt am Stadtpark ist. Wir brauchen dringend Unterstützung. Hält nicht an. Fährt jetzt Richtung Autobahn, biegt ab am Stadtpark links, ist an der anderen Garage, brauchen dringend Unterstützung. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Okay, wenn er nicht stehen bleibt, schieße ich ihn aus seinen Reifen. Okay. Darf ich ihn rammen? Ja. Okay.
Ah, fuck! Boah! Fahren jetzt Richtung Norden am Freeway. Gebrauchtwagenhändler. Gebrauchtwagenhändler. Ja, Funkdisziplin kurz aufheben, einfach dauerhaft den Standpunkt durchgeben. Jetzt Richtung. Sind jetzt an der alten Rennbahn über einen Gebrauchtwagenhändler. Winewood fährt Richtung Norden. Oh, die brauchen mal mehr PS hier unter der Haube, die Dreckskarren. Landwirtschaft. Check. Wir verlieren ihn langsam, wir brauchen Unterstützung. Links. Wo sind wir jetzt, Alter? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Auf jeden Fall glaube ich an der Grenze zwischen Wüste und ein bisschen höher und Stadt. Streifer 1, haben Sie die noch in Sicht? Ja, positiv. Befindet sich. Wo ist er lang? Links, 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 links. Oder? Scheiße! Haben ihn verloren. Letzter Standpunkt? Sandy Shores. Unterhalb des Flughafens. Dreh mal um und fahr mal die andere Straße lang. Der ist nicht hier. Fahrzeugtyp war nochmal? Es war so ein Dominator, kein GTX, sondern ein Dominator, matt lackiert, leichter lilaner Ton. So ein lila Schimmer, aber eher dunkelschwarz lackiert. Check. Ja, wir fahren hier alles nochmal weiträumig ab. Palito vielleicht auch nochmal? Ja, wir fahren da auch gerade lang. Wir sind in Nähe des Flughafens, auf jeden Fall. Links vom Flughafen im Gebirge. Machen wir die Sirene aus? Sind jetzt gleich an vor. Ja, den haben wir aus den Augen verloren, der ist weg. Fuck, Mann. Haben mehrere Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben. Er müsste Richtung Norden unterwegs sein. Also, Sheriff Department, falls da jemand ist, am besten mal dort kontrollieren. Ja, 70 so verstanden, bin gerade ins Dienst gekommen. Um was geht's denn, komm? Dunkel matt lackierter Dominator. Kein GTX, sondern normaler Dominator. Hat Flucht begangen, nachdem wir ihn anhalten wollen und ist uns davon gebraust. Hat mehrere Schüsse abbekommen, aber ist weg. Fahr mal auch Richtung Norden. Verstanden, ich halte die Augen auf. Ja. Ja, Leute, im Funk sagt man manchmal, wenn man so schnell hektisch was sagt, dann. Was ein Ficker, Alter, was war das denn für ein Typ? Ja, 70, ich komm rein, ich hol. Der hatte auf jeden Fall irgendwas zu verbergen. Ja, ist verstanden. Ich bin mit meinem Privatwagen in Panito unterwegs. Wenn ich den finde, habe ich eine bessere Chance, den einzuholen. Fahr mal zum Militärschutzpunkt an die Nähe. Okay. Ja. Genau, ohne Sirene ist besser, aber dann hört er das nicht. Aber ich glaube, der ist sowieso über alle Berge. Hustenbaufang, bitte. Sorry, ja. Besser? Jawohl. Genau, jetzt rechts. Weiter der Straße folgen oder links? Fahr mal Richtung Norden, einfach Richtung Norden. Der wird wahrscheinlich in den Norden fahren. Wir müssen halt Sandy Shores und so abchecken.
Also die kleinen Dörfer. Ja, 11.70, ich komm zurück zum Office, dann darfst du ihn einsammeln da. Komm, ja, ich hab schon wieder am Weg. Warte mal, ich hab eine Idee. Moment, fahr mal links zu der Tankstelle. Links. Genau, fahren wir da hoch, geradeaus. Okay, dann die nächste, also geradeaus und die nächste dann rechts. Basie, wie ist es? Alles Guten bei dir, alles Guten. Fahren wir noch ein Stück und dann fahren wir zurück. Ja. Ärgert mich, Alter, das ärgert mich richtig. Ja. Kannst eigentlich schon wieder umdrehen zur Stadt zurück. Ich glaube, den findet man nicht mehr. Ja. An das Sheriff Department, checkt auf jeden Fall mal Polito Bay, vielleicht hätte darum, wie gesagt, ist ein dunkler Dominator GTX, Dominator, kein GTX. Und, müsste ein Loch hinten im Heck haben. Nur noch zu Ende. Oder mehrere Löcher. So, ein bisschen. Ja, die soll zum PD zurück. Mann. Die Überlegung ist nicht mal, ob wir vielleicht mal auch durch die Hood gefahren, wenn die Grove noch leben will. Ja, klar, habe ich doch immer gemacht. Weißt du doch, Basic. Was hast du gesagt? Vielleicht wäre auch mal eine Überlegung, ob wir neue Autos kriegen sollten oder ein bisschen mehr PS reinprügeln. Dringend. Bin doch immer in die Hood gefahren, Alter. Immer zur Tankstelle und alles. Die Straße bin ich auch immer durchgefahren mit Carsten. Meinst du, ihr hättet den Buffalo eingeholt? Nee, ein Buffalo ist noch langsamer als der. Die Polizeiautos vom PD sind halt echt schlecht. Wir brauchen echt unbedingt neue. Vielleicht wollte der auch runter in die Grove oder so, dass er angehalten hat und dann doch weggefahren ist. Kann sein, vielleicht ist er wieder in der Stadt. Das kann gut sein. Oder er hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und fliegt jetzt irgendwo im Dreck. Guck mal. Hallo. Jo, sag mal, ist bei euch ein matt dunkler Dominator durch die Straßen gefahren? Nein, nix. Alles klar. Leitstelle für Streife 2 kommen. Leitstelle hört. Ja, wie Sie gerade hören konnten, gibt es jetzt eine Streife 2 und zwar die
Frau Johnson und der Herr Cristobal können Sie eintragen. Ich würde dann gleich außer Dienst gehen. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Komm. Check und Leitstelle ist kurz dabei wegen Führerschein machen. Check, Strafe zu Ende. Benutzer Redux, ja. Der Zeit. Kommst du, dass du wieder Kopf bist? Boah, da musst du mal lange die VODs gucken. VODs. Ja, der nächste Wallerstream ist Montagabend. Ich dachte, ich mache heute nochmal einen Stream, dann können die Leute mal ein bisschen zwischenzeitlich ein Update haben, was alles so abgegangen ist und so. Wie langsam voller, ne? Ja. Jetzt erwachen sie alle aus dem Tiefschlaf. So. Genau, pack's einfach vom PD. So. Aber liebe Leute, der Walter geht jetzt aus Dienst, weil ich nur was für YouTube aufnehme. Beschränkung. Richtig. Die 99 macht Feierabend. Ja, schönen Feierabend, ne? Jo, ich danke dir, Mann. Wir sehen uns, ja, ne? Problem. Bin Montag wieder da. Nach 18 Uhr. Nee, ich brauche jetzt mal eine Pause, Leute. Muss noch was essen. Aufnehmen. Könnte das irgendwie... Also wenn ihr GTA wollt, hoste ich euch gleich wohin. Und dann drückt mal die Däumchen, dass Deutschland gewinnt, Leute. Holt eure Trikots raus, holt alles raus, was ihr habt und drückt die Däumchen. Ja, Leute, ich verabschiede mich mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Ja. Wir sehen uns wieder in Kürze. Ja, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Stream von GTA. Ich sag, Montagabend geht's dann weiter. Erzählt's euren Freunden, euren Verwandten, all die Leute, die ihr kennt. Und ich mach mal eine Pause. Guckt auf YouTube das neue PUBG-Video. Kam gerade, war sehr spannend. Guckt's euch an.